Freiheit! So, guten Abend. Ui, da geht's schon los. Guten Abend an alle Neuankömmlinge. Heute war es ganz Verrücktes. Vermutlich seid ihr genau wegen meinen Gästen oder wegen den Gästen gekommen, beziehungsweise, ja, man kennt sie. Ich muss jetzt nur mal die richtige Szene treffen. Und ich glaube, ich muss die Alerts ausmachen. ja, guten Abend. Guten Abend, Jean. Guten Abend, Hauke. Ja, hallo Micha. Schön, dass wir beide hier da sein dürfen in deinem Stream. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, was das so wird. Ja, gerne, gerne, gerne. Die Alerze ist nicht so schnell ausgeschalten. Na gut, werden wir mit leben. Kriege ich hin. Ja, der Tuxflash lebt wieder. Das Logo ist ja Gott sei Dank auf der anderen Seite. Da. Lange war Pause. Ja, lange war Pause. Aber er ist zurück. Und vielleicht besser oder anders denn je. Was hat man uns überlegt? Wir machen den einfach öfter und dafür kürzer. Beziehungsweise hatten wir immer so das Problem mit der Themenfindung. Das war in den letzten Monaten richtig schwierig. Ja, da hat es halt nicht so gepasst mit den Themen. Wir hatten ja eigentlich immer, obwohl wir nicht, ich hatte immer die Ambition, mindestens 3 Themen zu haben. Hat nie gepasst. Und auch einmal im Monat, dann kriegt man die Themen so spät besprochen, dachte ich mir, fand ich doof. Und irgendwie hatten wir doch dann die Idee, Jean, wir machen immer nur ein Thema und dafür öfter. Absolut, weil wir haben irgendwann einfach gemerkt, ja, so Neuigkeiten technisch haben wir vielleicht 1-2 gute Themen, aber nie genügend für so einen gesamten Podcast, wie wir ihn früher immer hatten. Und dann haben wir uns gesagt, hey, dann starten wir jetzt ein Reboot davon, vielleicht in einer festen Dreierkonstellation. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, da den Hauke auch immer noch mit dabei zu haben. Und das jetzt eigentlich kürzer, meistens nur mit einem Thema. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf die heutige Sendung und schon, dass schon so viele mit dabei sind und uns da schon fleißig zuhören. Oder auch zu sehen. Im Moment ist es ja noch mit dem Video dabei und wird das Ganze hinterher noch als reiner Podcast, also nur zum Hören, irgendwo veröffentlicht? Genau, der kommt dann wieder wie gewohnt auf die üblichen, was hatten wir immer als übliche Plattform? YouTube, Spotify und eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, meine ich. Nee, genau, iTunes. Mhm. iTunes, genau. Genau. Ja, hast du ja schon angeteased. Also wir wollen jetzt quasi eine feste Runde machen. Sonst war es immer mit einem gewissen Fluktuation, sag ich mal, an Gästen. Da dachten wir uns, Mensch, wir drei passen eh so gut zusammen. Wir machen das jetzt einfach zu dritt immer. Und gucken mal, wie es wird. Das macht es einfacher. Genau. Ich freue mich. Ja, das macht es einfacher, genau. Ja, was war gewesen am Wochenende? Chemnitzer Linux-Tage. Und da würde ich ganz gerne mal mit euch drüber reden. Wir waren ja zu dritt als 3 verschiedene Besucherarten da. Das stimmt in der Tat, ne? Ich glaube, passt ganz gut, ne? Ja, zu dritt war der Hauke auch in gewisser Form da. In gewisser Form nein, ich war nicht da, denn für mich ist es ein relativ weiter Weg. Also von daher kann ich so ein bisschen aus meinen vergangenen Erfahrungen noch vor Corona erzählen. Da hatten wir auch mit meinem M23-Projekt einen kleinen Stand und von daher können wir da auch so einen Vergleich machen, wie war es damals und jetzt quasi vor ein paar Tagen. Also ich habe ja schon ein bisschen gehört, ein paar Sachen haben sich geändert und können wir gleich einmal drüber reden. Aber das Aktuellere ist vielleicht doch etwas interessanter, als wenn ich wieder von Anno dazu mal erzähle. Von daher bringt uns du nicht doch online? Mal. Nee, gar nicht. Also dieses Jahr habe ich mir auch nichts angeguckt. Also ich denke mal, von den Aufzeichnungen werde ich mir irgendwann noch mal ein paar Sachen rauspicken und die angucken.
Aber live verfolgt habe ich jetzt nichts dabei. Also die Jahre davor, ja, also als es das bloß online ging, da, ja, die letzten beiden Jahre, ne? Also da war ich dann auch mit dabei, insofern, aber jetzt, nee, also diesmal jetzt nicht, nein. Achso, ich hätte jetzt gedacht, du warst online mit dabei. Das hätte so gut gepasst als drei verschiedene Besucherarten. Ja, nee, also leider nein. Leider nein, gut. Leider gar nicht. Falsch gedacht. Nee, also von mir gibt's bloß das Historische. Ja. Er war in unserem Herzen dabei und das ist auch eine Form, muss ich sagen. Ne? Und ohne ja, Spaß, Hauke, es haben viele nach dir gefragt. Ne? Also mich haben ganz viele Zuschauer auch angesprochen. Die so, ja, ist der Hauke auch da? Nee. Die musste ich leider immer enttäuschen. Ne? Das ist sehr, sehr, hat mir auch selber sehr wehgetan, die dann auch immer jeweils zu enttäuschen. Ne? Naja, ja, vielleicht das nächste Mal, wenn du mal, wenn es besser passt vielleicht. Ne? Wirklich, wahnsinnig weit weg für mich. Also von daher war ich jetzt über die letzten zwei Jahre gar nicht so traurig, denn ich kann jetzt die Tage von zu Hause, das ist der kürzeste Anfahrtweg, den man sich bloß vorstellen kann. Also ja, da war ich nicht so, ne, einerseits, andererseits. Ne? Genau, aber mal gucken, vielleicht nächstes Jahr dann auch wieder, vielleicht sogar mal im Stand oder so, mal gucken. Ich freue mich. Ich bin gespannt. Ja, vielleicht Stand, ne, ist so eine Sache. Ja. Micha, hast du dir viele Stände angeschaut, so nebenbei? Ich habe, ja. Also, erstmal kann ich zeigen, ich war da. Ich habe noch ein Bändchen. Ich war als Besucher da. Ich bin mal alle grob abgeklappert, wer so alles da war, aber so wirklich viel, in Gespräche gekommen bin ich nur bei zwei Ständen. Einmal den von Tuxedo und einmal den von der Ubuntu-Community. Aber ich bin, ich habe jeden mal angeguckt, jeden Stand, so ist es nicht. Aber irgendwie fand ich es, ja, mit den Ständen, das war da ein bisschen, man ist so schlecht ins Gespräch gekommen, es war so wuselig, es war relativ laut, das ist alles schwierig. Also wirklich ausladende oder Gespräche kann man da nicht führen, das ist halt doof. Außer man kennt die Leute eben, also das war dann bei mir so, bei wenigen Ständen so, dass ich dann einfach mal dahin bin und die schon irgendwie gekannt habe. Ich glaube, ich habe insgesamt bei 3-4 Ständen oder sowas Gespräche geführt, auch nicht mehr. Und eigentlich nur meistens Leute, die ich gekannt habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die anderen Stände haben mich teilweise auch nicht so abgeholt beziehungsweise gar nicht so interessiert, wenn ich ganz ehrlich und ganz fies bin. Also man konnte sich da eigentlich schon genug so mal anschauen, so nebenher sozusagen oder auch mal vielleicht mal ganz kurz irgendwo rumklicken. Gab so einen richtig coolen Retro-Computer mit einer Bash drauf oder mit irgendeinem Bash-Äquivalent, war mega cool. Aber ja, die so richtig ins Gespräch gekommen, ist man da an den Ständen leider weniger. Ne? Obwohl, man muss auch sagen, insgesamt weniger Stände da waren, was ich so gesehen habe. Also es hat sich doch etwas besser verteilt auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Vielleicht liegt es auch daran, dass auch weniger Leute insgesamt da waren, im Gegensatz zu vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist. Nee, du warst das erste Mal bei den Chemnitzer Linux-Tagen, oder Micha? Genau, ich war das erste Mal da. Und ja, ich muss sagen, der Lack ist jetzt ab. Ich habe es mir mal angeguckt. Mal gucken, wie es in Zukunft wird. Ja, war schon ganz interessant, auch mal Leute zu treffen. So ist es nicht. Also ich war jetzt ja nicht da, aber ich habe mir jetzt gerade auf der Webseite mal angeguckt, dieser Plan von dem, ja, das ist, glaube ich, so ein Vorlesungsgebäude auf dem Unigelände. Also das sieht schon ein bisschen weniger Stände aus, als was ich das noch so in Erinnerung habe. Ich weiß quasi noch, wo wir gestanden haben. Und ja, ich weiß gar nicht, bevor wir jetzt anfangen mit Statistiken und sowas, irgendwie so grob so eine Anzahl, wie viele Besucher da waren, wisst ihr das? Gar nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich glaube, im Jahr 2019 um die 3000 Besucher da waren, glaube ich, was ich so an Zahlen noch im Kopf habe. Und ich würde mal sagen, dass es vielleicht so 2000 oder 1500 so in den Bereich ging. Ne? Also am Anfang, man muss sagen, wir hatten ja auch sehr schlechtes Wetter. Es hat auf einmal geschneit in Chemnitz, ja, am Morgen, ganz überraschend für alle. Also auch die am Freitagabend dann mitgeholfen haben aufzubauen, haben total
quasi tolles Wetter gehabt, das lief auch richtig, richtig gut. Und morgens sind alle aufgewacht und so, nein, es liegt Schnee, ne? Und von daher war besonders am Anfang nicht viel los, habe ich mir sagen lassen. Ich bin dann auch ein bisschen später gekommen, weil die Deutsche Bahn hat mir da einfach extrem viel geholfen dabei, muss ich sagen. Aber generell, ja, ich würde sagen, es war deutlich weniger los. Vor allen Dingen, du hast es in den Pausen gemerkt, 2019, da war ich das erste Mal da. Und das war noch eine Live-Veranstaltung auch. Da hast du dich in den Gängen wirklich teilweise durchgeschoben. Ne? Das hast du jetzt einfach gar nicht mehr gehabt. Also du kamst wirklich ziemlich gut überall durch. Also es war jetzt nicht leer, das nicht. Aber es war deutlich lichter auf jeden Fall. Ne? Aber dafür auch ganz coole und viele Gespräche gehabt auf jeden Fall. So auch mit verschiedenen Besuchern oder auch manchmal so beim Essen tatsächlich. Ja, hat es vielleicht ein bisschen persönlicher gemacht, als dass du so eine riesige, also trotzdem noch eine große Masse, aber wenigstens ein bisschen persönlicher ist es vielleicht geworden. Du bist zum Essen gekommen? Das ist auch schön. Ja. Aber du warst ja auch nicht so lange da, ne? Muss man sagen. Ja, stimmt. Ne? Ich musste ja irgendwann essen. Ne? Ja, wie essen? Ja, das Ding ist, wir sind früh losgefahren mit meinen beiden Arbeitskollegen und dann auch irgendwann, weil wir ja ein bisschen Fahrzeit haben, dann noch wieder zurück. Ich muss aber sagen, eigentlich war das ganz gut, dass das nicht so voll war. Man ist wenigstens gut von A nach B gekommen. Oder gut durch dieses ganze Gebäude gut durchgekommen. Und ja. Das stimmt. Und auch in Anbetracht der Corona-Zeit, ne? Ja. Also in der Corona-Nachzeit, ja. Ich fand es echt nicht schlecht, dass man wirklich permanent von A nach B gut durchgekommen ist, ohne sich irgendwie da gegenseitig auf die Füße zu treten oder. Wobei das bei mir passiert sowas eher seltener, dass man mir auf die Füße tritt. Also falls derjenige da ist, der sich irgendwie nicht getraut hat, mich richtig anzusprechen oder sich einfach nur verguckt hat, als ich gerade in einen Vortrag reinmarschiert bin, meint einer so, moin, und hat mich ganz erwartungsvoll angeguckt. Ich hab den nicht erkannt, das tat mir richtig leid. Ich meine nur moin zurück und bin auf dem Sprung. Weiß ich nicht, schade. Also ja. War eine interessante Situation. Aber vortragstechnisch, wir sind in einen nicht mehr reingekommen. Also da waren Vorträge dabei, die waren rappelvoll. Gerade das mit, wo wollte ich unbedingt rein? WireGuard. Einfache VPNs mit WireGuard ist auch, glaube ich, noch nicht als Video-on-Demand verfügbar, was mich ein bisschen ärgert. Leider noch gar nichts als Video-on-Demand. Ne? Also da muss ich sagen, doch. Waren wir bei den Tux-Tagen dieses Mal schneller. Ne? Oder es sind schon ein paar als Video-on-Demand? Da sind schon ein paar da. Also so ist es nicht. Also ich sehe jetzt hier, ich habe meistens in Erinnerung, dass die dann auch so ein Icon mit diesem Video-Dings da haben. Aber ich habe jetzt hier, ich klicke auf verschiedene drauf, da habe ich jetzt noch nichts gesehen. Ne? Aber nee, du musst direkt auf der Hauptseite, da siehst du Recordings, jetzt sehe ich es. Ja. Genau. Ja, stimmt. Also das habe ich auch schon gesehen, tatsächlich direkt ich habe da so meine Kontakte und so, deswegen konnte ich mir die schon auf der Heimfahrt teilweise nochmal anschauen, aber offiziell verfügbar, ne? Und wenn ihr die Aufrufzahlen seht, das Größte ist mit 300 Aufrufen, auf der ersten Seite von ganz, ganz vielen Vorträgen, ich glaube es waren 80 Vorträge, habe ich jetzt mit einem Verantwortlichen auch gesprochen, sind jetzt 4 Aufrufe oder so, oder 5. Also ich denke, das muss nochmal besser eingebunden werden, dass die Leute auch besser finden. Ne? Ganz klar. Aber ja, so kann man schon mal danach suchen, generell. Ne? Packen da vielleicht auch den Link dann nochmal in den Chat. Ja? Ich kann ihn da reinposten, wenn du möchtest, Micha. Ich habe den gerade ganz stark in den Chat. Welchen Link willst du jetzt reinposten? Zu Media CCC, wo die Recordings drin sind. Das kannst du mal gerne versuchen, ansonsten kriegst du einen Timeout. Ich weiß gerade nicht, wie gut gerade mein Chatbot ist. Mal schauen. Oder ob ich das mal rausgenommen habe, weil es irgendwann gestört hat. Mal schauen, ne? Aber ich glaube, ich gehe nicht als mein normaler Twitch-Account rein. Da würde mich niemand erkennen. Ich habe auch einen ganz peinlichen Namen. So, deswegen hier nur als Linux Guides, ne? Natürlich. Ne? Hier ganz offiziell und so, ne? Ja. Ach so, richtig offiziell. Okay. Richtig offiziell, ja. Verifizierungshäkchen fehlt noch bei 100 Followern. Nee, 270. Ich, aber
Ne? Das ist, ist schwierig. Ne? So. Ich habe nebenbei nochmal geguckt nach den Besucherzahlen. Also 2019 waren am meisten da mit 3600 offiziell. Und die Jahre davor war es dann ja, 3400, 3200, 3100 und ja. 2019 genau, also wollte ich das erste Mal hin mit dem Arbeitskollegen. Da ist irgendwas dazwischen gekommen und 2020 wollten wir auf jeden Fall. Haben sogar uns schon die Anmeldung für das eine LPIC-Zertifikat gemacht. Und dann, naja, wie es kommen musste, Corona. Das war richtig ärgerlich, ja. Ja. Und da haben wir uns aber noch nicht gekannt, Micha, ne? Das heißt, wir hätten und wir wären uns über den Weg gelaufen und hätte mir nur gedacht, so, hey, hallo Typ, wollte ich sagen. Naja, was heißt direkt gekannt? Also deine Videos habe ich ja eh schon verfolgt vorher. Ah, okay, ja, stimmt. Okay. Hm. Ja, das stimmt, ja. Okay. Da hätte ich dich vielleicht auch angequatscht. Also so ist nicht. Aber wir hätten nichts miteinander direkt zu tun gehabt. Hm. Beziehungsweise ich hätte dich wahrscheinlich erstmal nicht erkannt. Ne? So, ja, wie willst du es auch? Das stimmt. Ne? Aber dann, ich glaube, 2, 3, 4 Monate später haben wir dann mit den Talkstagen angefangen. Also, ja, irgendwann kam glaub, da der Call. Fast ja. Jeden Monat. Irgendwann kam ich dann glaub, der Aufruf von dir. Ich glaube, das war so im Mai oder so. Mhm. Das war schon, ja, schon ganz cool, ne? Nee, ansonsten, welchen Vortrag hast du dir sonst noch angeschaut, Micha? Troubleshooting für Systemadministratoren. Dann war, beziehungsweise wir sind sogar ein bisschen zu spät für den Proxmox-Vortrag. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Titel war. Warum Proxmox nicht alle Storage-Optionen anbietet, irgendwie so. Das fand ich noch sehr interessant. Da sind wir einen Ticken zu spät gekommen. Deswegen haben wir erst dann Troubleshooting gemacht. Dann war eigentlich geplante lange Mittagspause, um mal ein bisschen die Stände abzugehen. Das habe ich dann auch irgendwann gemacht. Aber am interessantesten war ja die Leute, die man so getroffen hat. Also außer dir, das war ja geplant. Rein theoretisch und praktisch haben wir ja gemacht. Aber was mich halt überrascht hat, war der Levi und der... Wie hieß er von Cryfly? Steven? Steve, der liebe Steve, ja. Mhm. Ja. Auch ein ganz, ganz cooler Typ. Ja. Auch das erste Mal kennengelernt. Also ich habe mit ihm schon mal so videomäßig auch ein paar Mal mich unterhalten, haben uns eigentlich schon ganz gut verstanden. Und jetzt das erste Mal live und es war sehr schön tatsächlich. Ne? Also haben da relativ viel dann uns unterhalten. Und genau, Steve war auch ein toller Austausch. Aber ich habe auch hier ein paar aus dem Tux-Tage-Team dann nochmal getroffen. Also einmal den Micha natürlich, der Patrick. Den habe ich auch schon ein paar Mal getroffen, aber den Dennis auch nochmal ganz neu. Ja, auch richtig cool. Da nochmal neue Leute sozusagen getroffen, die ich eigentlich schon ganz, ganz lange über Videomeetings kenne, aber noch nicht privat. Ne? Und das ist eigentlich das Schönste, muss ich sagen, an den Chemnitzer Linux-Tagen, dass man wirklich ja, vor Ort sozusagen ist und mit den Leuten wirklich auch so nochmal ins Gespräch kommt, was so im digitalen Bereich gar nicht so groß funktionieren würde, würde ich mal sagen. Ne? Weil manchmal steht man halt eine Minute rum oder sowas und steht auch noch ein anderer eine Minute rum oder sowas und dann hat man sofort wieder ein Gespräch, in Anführungszeichen. Ne? Oder beim Mittagessen oder sowas. Dann entstehen halt diese spontanen Sachen und das ist leider bei den, ja, ich sag mal, ja, bei den Online-Veranstaltungen sehr schwierig nachzubilden. Ne? Man versucht das natürlich so gut wie möglich, versuchen wir auch bei den Tux-Tagen auch wieder dieses Jahr nochmal zu erweitern, aber es ist sehr, sehr schwierig und das kannst du nie komplett nachbilden. Ne? Aber dafür hat das auch andere Vorteile, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Da wären Hauke wieder dabei gewesen, ne? Beispielsweise. Ja. Hat alles seine Vor- und Nachteile und vor 2 Jahren, da kann ich mich noch daran erinnern, dass wir virtuell oben auf dem Dach sogar, also die hatten das Universitätsgebäude nachgebaut, auch noch ein paar zusätzliche Sachen eingebaut, die es natürlich in echt nicht gibt und auf dem Dach hatten sie so eine virtuelle Bar aufgebaut und da haben wir uns dann auch mit ein paar Leuten unterhalten, also das geht schon, man kommt schon auch digital mit anderen in Kontakt, aber es ist natürlich noch mal wieder eine ganz andere Nummer, wenn man das wirklich von wirklich echtem Gesicht zu echtem Gesicht macht und nicht mit irgendwelchen Avataren darum läuft. Also ja, ne? Also es geht schon, aber es ist wirklich doch noch was anderes.
Ein anderes Thema war ja, habt ihr schon ein paar Mal erwähnt, Essen war so ein Schlüsselwort. Denn die Chemnitzer Linux-Tage, die hatten ja eigentlich immer noch so den Zweittitel, die Chemnitzer Catering-Tage. Wie war es denn dieses Mal so Thema Essen? War das, obwohl ihr habt das, glaube ich, ja nie gesehen, wie das mal war. Wie das also mal war, nicht. Aber ich hatte Zugang zu diesem Backstage-Raum und auch mit ganz viel Essen und Trinken und so. Auch 20 Meter Buffet, gab es das auch? 20 Meter Buffet, also das gab es am Abend an diesem Social-Event, das war auch mega, also klasse, richtig, richtig gut gewesen. Aber ja, dieses, also das war tatsächlich jetzt das erste Mal außerhalb, das war anscheinend immer sonst im Vorlesungsgebäude drin. Das ist jetzt in der Mensa gegenüber der Straße, so diese große Mensa dann mit ja, dem ganz normalen Mensa-Essen. Das war jetzt nicht so prickelnd am Mittag. Am Abend war es dann doch nochmal ein bisschen besser, würde ich sagen. Aber diese Catering-Tage, dass man sozusagen so einen Backstage-Raum hat in dem Vorlesungsgebäude während den Chemnitzer Linux-Tagen, den gab es auch wieder. Ich war das erste Mal dort drinnen als Vortragender, beziehungsweise als Mitwirkender ist man da irgendwie dann mit dabei. Und ich muss sagen, das war super. Ne? Vor allen Dingen das Trinken habe ich dort eigentlich genossen. Und das Schöne ist, ich hatte eine komplette Bandbreite von allem. ACE, Cola, sowas ähnliches wie Sprite, alles Mögliche. Und das Einzige, was ich dann genommen habe, war Wasser. Ne? So, jetzt hätte ich mir mal alles holen können und dann so, bleibst irgendwie beim Wasser, weil, war gut, ne? Keine Ahnung, ist am vernünftigsten vielleicht. Ne? Das fand ich ganz witzig zu beobachten, weil sonst, wenn es was zu kaufen gewesen wäre, ich wäre viel zu geizig gewesen, mir so ein Wasser zu kaufen. Ich hätte mir dann wahrscheinlich eher eine Cola gekauft, einfach, weil ich mehr für mein Geld bekommen hätte wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Aber nee, ansonsten, ja, das war sehr, sehr cool. Also du hast da so Schnitten bekommen, also so belegte Brötchen. Du konntest auch am Frühstück dann dein eigenes Brötchen belegen und so weiter. Es gab ganz viele Kuchen, Kaffee natürlich. Ja, war super cool, war super, ja, war okay vom Essen her und fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, ne, dass die Mitwirkenden da natürlich da nochmal einen Rückzugsort haben und auch nochmal vielleicht sich auf dem Kuchen gemeinsam dann dort oben treffen können. Ist ganz nett. Und die haben tatsächlich auch so ein Plakat, Chemnitzer Catering-Tage, ja, tatsächlich dann dort drin hängen. Es hat sich dann jemand gemobst, dann, also gefragt, gemobst sind natürlich dann, also jetzt nicht hier, so, wo ist das Plakat hin? Hätte ich mir aber auch vorstellen können, weil das ist schon sehr beliebt. Ne? Also, ja, war auf jeden Fall ganz cool natürlich. Ja. Wie hast du das mitbekommen mit dem Essen, Micha? Hast du groß was gegessen? Nee, oder? Nee, aber der Kaffee hat geschmeckt. Das ist die Hauptsache. Ja, wir hatten da quasi nur Kaffee getrunken, so zwischendurch. Für Essen war nicht so wirklich Zeit, beziehungsweise war das geplant auf dem Rückweg dann. So haben wir es dann auch gemacht, dass wir auf dem Rückweg irgendwo angehalten sind. Es hat dann einfach vom Zeitmanagement besser gepasst. Sagen wir es mal so. Glaube ich sofort. Ja, ihr wart ja auch nur einen Tag lang dort, oder? Genau, wir waren den Samstag. Ne? Genau, wir waren Samstag da und Sonntag habe ich es quasi online verfolgt. Das, was mich interessiert hat. Ja, und welche Vorträge hast du dir sonst noch so angesehen? Ansonsten kann ich auch mal mit dem Wein anfangen. Ja, ich habe die Liste gar nicht mehr offen. Das mit den YubiKeys fand ich interessant. Den habe ich leider Gottes nur noch so zur Hälfte mitbekommen. Weil so wie es immer ist, gerade Sonntag melden sich die Leute und wollen unbedingt was gemacht haben. Genau, so wie es immer ist. Das mit den YubiKeys, mit der mit dem verschlüsselten Booten, mit der Ransomware, und dann war doch noch irgendetwas. Aber Sonntag waren dann wirklich die spezielleren Themen, das hat mich durchaus da an der einen oder anderen Stelle gereizt. Schade, dass bei diesen verschlüsselten Booten die Zeit nicht so wirklich ausgereicht hat, oder war das bei den YubiKey-Geschichten? Weiß ich gerade nicht. Das hat mich ein bisschen geärgert, dass er nicht zu allem gekommen ist, was er auf der Agenda hatte. Aber ja. Ja, schade. Ja, das hatte tatsächlich auch der Vortragende vor mir. Ich habe am Samstag auch einen eigenen Vortrag gehalten, darüber, wie man Videos auf Social Media
präsentiert bzw. konzipiert und hochlädt, im Linux-Sektor halt eben. Und mein Vortragender, mein Vorspeaker sozusagen, der hat um, ich glaube, 3.05 Uhr dann Schluss gemacht und mein Vortrag ging ab 3 Uhr los sozusagen. Ne? Also der hat das doch ziemlich, ich sag mal, ja, sportlich dann gesehen am Ende. Ich fand das gar nicht so schlecht, dass ich noch mal ein bisschen mehr Zeitdruck hatte, denn dadurch konnte ich dann das tatsächlich relativ zügig durchziehen und ich glaube, ich war sogar noch gut vor der Zeit fertig und man konnte noch einige Fragen stellen und so. Das hat dann schon gepasst. Ich bin tatsächlich eher ein Freund von kurz und knackigen Vorträgen, als wenn sich sowas so ewig lang hinzieht, weil ich habe das Gefühl, da nehmen die Zuschauer vielleicht mehr mit und die Konzentration lässt in dieser Zeit vielleicht nicht ganz so nach. Ne? Ich habe, glaube ich, auch nur einen Gähnen gesehen. Ne? Gut. Das hat dann auch gereicht, ja. Und das lag vermutlich am Mittagstief. Nicht am Vortrag. Genau, würde ich jetzt auch sagen. Ja, genau. Vor allem 15 Uhr, ne? Ja, das ist schon richtig, richtig das fies. Das Kaffee-Tief. Ne? Ja, genau. Aber ich muss sagen, zu dem brauche ich gar nichts sagen. Ich bin bei der FrostCon, wo ich jetzt im August war, im letzten August, bin ich teilweise eingepennt tatsächlich. Es lag aber nicht, dass die Vorträge so langweilig waren, weil ich einfach nur fertig war. Weil ich weiß nicht, ich habe einen Tag davor nicht geschlafen, den Tag davor auch nicht. Und dann war das leider etwas respektlos dem gegenüber. Oh, ich glaube, in zwei Vorträgen bin ich so halb eingenickt, aber naja. Ne? Es lag nicht an den Vorträgen. Kannst du ja ein Schild auf die Stirn kleben. Ich bin wirklich müde, der Vortrag ist gut. Ja, oder so eine Brille, wo du solche Augen mit drin hast. Ach so. Ja, ne? Das ist schon, da hätte ich Bock drauf, ja. Sowas muss man sich auch für Messe holen oder sowas. Ne? Und so irgendwie so Standardsprüche. Oh. Ja, ich höre dir zu. Ach, ein interessantes Produkt haben Sie da. Oh nein. Nee, du, das ist gefährlich, gerade auf Messen nur. Dann laufen sie dir hinterher und dann kommst du nicht mehr weg. Ja, da vorsichtig. Ja, so eigentlich brauchst du da eher so, das interessiert mich alles nicht. Ich habe eh kein Geld. Ja, stimmt. Ah, ich habe gar kein Geld. Tut mir leid. Nein, das möchte ich nicht. Nein. Ist ja nicht so in der Open-Source-Welt tatsächlich. Ne? Da fand ich die nette Sales-Managerin dort beim Tuxedo-Stand, die wollte mir unbedingt das komplett Merchandise-Paket noch mitgeben, als ich mal was nachgefragt hatte. Ich meine, mir reichen Aufkleber aus, ich bin da nicht anspruchsvoll. Nee, hier noch ein Stift und ein Schlüsselband. Nee, das will ich alles nicht. Das klappert nur in der Tasche. Stifte sind super. Ja, ich weiß. Aber zeig das doch mal in deinem Stream. Hier übrigens, wir haben auch diese lustigen Brillen. Ja. Wer ist damit? Und Hüte haben wir auch noch. Ja, genau. Ja. Nee, und den Schal. Ich glaub, da ich halte ja mal die Kamera, vielleicht sieht man ihn. Oh ja. Ja. Die sieht man sehr gut. Genau. Ja. Mega. Beste Stifte, die ich habe, wirklich. Also sind richtig, richtig gut. Ja, aber dafür bin ich ja zu klein, dass ich relevantes Marketingpartner werden könnte von Tuxedo. Das kommt dir vielleicht noch. Das kommt vielleicht irgendwann, genau. Und dann kriegst du einen Raclette-Grill, Käsefondue, dann musst du das alles live vorführen. Richtig. Genau. Aufs Käsefondue warte ich ja immer noch. Echt? Ah, ja. Ja. Wir das schicken. Ja. Ich habe mal so eine Anfrage erhalten vor, ich glaube, 1-2 Jahren. Genau, seitdem scherzen wir das eigentlich immer, dass wir das eigentlich auch perfekt für den 1. April-Stream mal auch auf Linux Guides dann da verwenden können. Und dann so, ja, wir machen uns Raclette, ja, hier gesponsert von dem Raclette-Hersteller. Ich bin mir sicher, da hätten sogar Leute dann das Raclette-Zeugs gekauft. Ne? Ultra witzig gewesen. Jetzt warten wir auf irgendeinen richtig unseriösen Hersteller, der einem alles andreht und so sagen, hey, habt ja auch Raclette-Grille, weil die würde ich vielleicht vorstellen. Ne? Ich bin mir sicher, da wird was kommen. Ne? Man muss nur warten. Muss auch per USB angeschlossen werden. Ich wollte gerade sagen. Der braucht irgendwas. Ist der mit Linux kompatibel? Und der Turbo-Raclette-Grill hat einen Lightning-Anschluss. Da kommt der Blitz direkt aus der Steckdose. Ja. Yeah. Sehr stark. Ja. Irgendwie sowas. Ach, sehr schön. Nee, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich fand es komplett interessant, erstmal da zu sein und zu gucken, wie so die anderen das machen. Also in doppelter Hinsicht. Einerseits wegen Open-Source-Veranstaltung Richtung
Tux-Tage, Chemnitzer Linux-Tage. Und dann bin ich ja noch in meinem Privatleben auch noch Helfer bei einem anderen Projekt, was komplett in eine andere Richtung geht. Da geht es um Autorennen und Motorradrennen. Wie die so sich engagieren oder organisieren nach so einer Zwangspause, wie wir nun mal nach Corona hatten. Das fand ich halt interessant. Haben die sich richtig eingeschätzt von den Leuten her? Da war ich doppelt neugierig. Ich habe auch sehr viel geguckt, sag ich mal, und mich umgeguckt. Ich fand es aber auch interessant. Ich schneide mal das Thema an, wie es aussieht Richtung Besucher und ich sag mal, die Linux-Community an sich. Also ich fand es hochinteressant, ein ziemlich breit gefächertes Publikum zu sehen, von alt bis jung, von grau bis bunte Haare, muss man ja sagen. Bis bunte Haare, muss man sagen. Darf man nicht ausnehmen, ne? Ja, absolut. Das ist echt schön. Du hast vom, ich sag mal, vom auszubildenden Serveradministrator bis zum wirklich Senior, sagen wir es mal so, wirklich alles dabei. Ne? Und das ist sehr, sehr schön. Wobei, ich habe mich mit einem unterhalten, der meint, der ist da schon länger, das war der Stefan Unverricht, der ist von EQPware und hat gemeint, ja, es wird tendenziell älter, ne, von der Community, die er dort sieht. Ne? Vielleicht ist auch nur ein, ich sag mal, ein subjektiver Eindruck, aber ich habe auch den das Gefühl, dass sowieso die Linux-Community ein bisschen älter wird langfristig und ja, da muss man ein bisschen gegensteuern. Ne? Aber ich muss sagen, trotzdem sind die Chemnitzer Linux-Tage hip genug, würde ich mal sagen. Wir waren dann noch abends nach dieser gemeinsamen Veranstaltung bin ich noch in die Bar Lokomov gegangen. Da ist die Linux Night dann gewesen. Waren so vielleicht 50 Leute oder sowas. Man konnte da nochmal ganz entspannt eine Cola oder ein Bierchen trinken. Und dann haben viele ihren Laptop dabei gehabt. Man konnte Retro-Spiele spielen und so weiter. Das war dann auch nochmal richtig, richtig schön, mit anderen Jungen in den Kontakt zu kommen und dann da einfach den Abend ausklingen zu lassen. Also eigentlich fand ich das auch sehr attraktiv für die jüngeren Leute, muss ich sagen. Ne? Natürlich, diese Messestände und so weiter, waren auch teilweise sehr junge Leute mit dabei, kann man natürlich sagen. Aber ich würde mal sagen, das Zielpublikum war so von der Aufmachung her vielleicht nicht immer für die Jüngsten oder für die Jüngeren gedacht. Ne? Wobei wahrscheinlich da fast alle auch natürlich neue Mitarbeiter dann suchen. Und teilweise gab es da schon coole Stände mit Popcorn und so ein Quiz gab es auch vom LPI, vom Linux Professional Institute. Konntest da auch coole Sachen gewinnen. Das war dann schon ganz schick, muss man sagen. Ne? Aber generell, ja, man hat die Tendenz über die Jahre, dass es eventuell ein Ticken älter wird. Und das, da muss man aufpassen. Gut, kann ich jetzt nicht einschätzen. Ich fand es halt wirklich interessant. Ich wirklich auch Jungs und Mädels so im Abi-Stufenalter dort zu sehen, vielleicht sogar noch jünger. Ich glaube, der Jüngste, der einen Vortrag mitgehalten hat, war 14. Mit dem habe ich mich dann auch unterhalten. Ja, der Typ ist fitter als ich, ne? Also es ist, ist schon krass. Ja? Das ist schlimm mit welchem jungen Alter man schon zum alten Eisen gehört, ne? Ja, ne, der konnte GitLab besser bedienen als ich und der hat in Django auch relativ viel gewusst, hat mich da auch relativ schnell über Bord geworfen, dann sozusagen, ne, wissenstechnisch. War sehr, sehr cool, sich dann noch mit ihm zu unterhalten. Aber ja, ne, schon krass, ne? Also es gibt schon auch noch einige junge dort, muss man sagen, ne? Ja, deswegen. Also ich fand es eigentlich überraschend. Dann war noch der, ich hätte mich in Vorbereitung mal schlau machen müssen, der hat schon mehrere Vorträge gehalten dort. Irgendein Doktor über Ubuntu und via Backups sonst da wo. Irgendein Doktor, der über Ubuntu gesprochen hat. Nicht, der hat seinen Doktortitel nicht über Ubuntu gemacht. Nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Habe ich früher immer ganz gerne gesehen. Und der war da halt auch als Gast, wo ich mir gedacht habe, Mensch, ist auch schon ein paar Jährchen her, wo er da noch Vorträge gehalten hat. Und da war er schon grau. Und jetzt war er weiß. Aber über halt Grau auch, hinaus. Ja, war halt auch interessant zu sehen. Aber ich glaube, der ist auch wirklich aus der Ecke da, Chemnitz. Für den ist das ja quasi um der Ecke. Aber
Wie man halt auch gesehen hat und wer, ich glaube, dauerhaft belagert war, war Klaus Knopper. Ich weiß jetzt gar nicht, hat er seinen Vortragsraum wieder gefüllt? Ich glaube schon, oder? Bestimmt. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ne? Der hat es um 11 Uhr gehalten am Samstag. Ne? Nachhaltiges Computing mit Knoppix werde ich mir, denke ich, auch nochmal irgendwann danach anschauen. War auch da. Er ist schon so eine Celebrity dort, muss man sagen. Ne? Das ist schon, ist schon echt cool. Ne? Dann trotzdem eigentlich, also ich habe leider mit ihm noch nicht gesprochen. Er wirkt trotzdem, ich finde, ich dafür sehr, sehr bodenständig, was ich irgendwie dann auch echt auch sympathisch finde, muss ich sagen. Ja, und scheint Gamer zu sein. Zumindest sein Notebook hat hart danach ausgesehen. Ja. Das stimmt. Ja, der hat da so ein, ich glaube, Gigabyte Gaming oder MSI oder sowas, weiß ich nicht. Ich glaube, MSI hat die Gaming-Notebooks mit diesen rot beleuchteten Tastaturen. Also ganz, ganz fancy genau. Und alles rot beleuchtet und richtig fancy. Und dann siehst du da den Professor Knopper dahinter. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr witzig in diesem Moment, das Bild tatsächlich. Ja. Hatte er noch seinen 3D-Desktop-Würfel dabei und seine brennenden Fenster? Ich weiß nicht, ob er die Kompass-Effekte wieder genutzt hat. Also die hat er sonst in der Vergangenheit immer ganz gerne gehabt. Und als das quasi noch neu war, dann, oh, wow, was da alles geht. Aber irgendwann, naja, hast du es denn auch schon häufig noch gesehen? Ach, das schon wieder. Aber mittlerweile ist es ja komplett out, ne? Ja, genau. Den Desktop-Würfel, den nutze ich also ganz gerne. Ich habe mich tierisch gefreut, dass es irgendwann dann die Gnome-Erweiterung dafür gibt. Oder gab, sagen wir es mal so. Das fand ich ganz geil. Das ist cool. Weil es halt wirklich praktischer und ein bisschen ansprechender ist für die virtuellen Arbeitsflächen. Eigentlich auch wieder eine große Spielerei, aber sind wir nicht alle irgendwo Spielkinder? Das sowieso. Sonst würden wir das nicht tun, was wir hier tun. Viele Wanderkind, glaube ich. So danke für den Hinweis. Hast du jetzt noch einen Hinweis rausgehauen auf deinem Kanal? Den habe ich gar nicht mitgekriegt. Ach so, ja. Und ich habe sogar auch noch, habe ich vorher noch nicht benutzt. Bei YouTube gibt es auch sowas wie Community, da kann man so Umfragen machen. Habe ich den gefragt, wer ist denn heute Abend mit dabei? Und ich glaube, letzter Stand, 10 Leute wollten sich das sowieso angucken. Na, einer ist jetzt hier dabei. Der Olaf also G. Es hat funktioniert. Ja, dann ist ja gut. Dieses Internet. Ich habe die ganze Zeit geguckt, ob du noch was machst. Wurde mir nicht angezeigt, die Info. Deswegen, naja. Echt nicht? Nee. Auf Desktop-PCs wird es nicht angezeigt, auf dem Handy. Ich habe ja sogar ein Video gemacht, also so ein kurz 15-Sekunden-Video. Ah, diese guten alten Shorts hier. Nee, nicht Shorts, einfach bloß so ganz normal da reingeschmissen. Ne? Also die Abonnenten, die ich da habe, dass sie das denn sehen. Und dann habe ich noch in diesem Community-Bereich da so eine Umfrage gemacht. Das erste Mal ausprobiert und ich habe es hingekriegt. Sehr stark. Da ist eigentlich immer ein bisschen Beteiligung dabei. Finde ich mega cool. Ja. Ja, mal gucken, wie ich es mit YouTube endlich hinkriege oder eben nicht. Ich habe ja auch mal bei mir rumgefragt. Ich soll ja irgendwie ziemlich hart in die Kerbe hauen, die zwischen euch beiden noch ist, rein theoretisch. Wir sollen uns gut ergänzen, ich weiß jetzt gar nicht, wer es alles gemeint hat, bei mir in der Community gemeint. Die würden sich es auf jeden Fall angucken und feiern, sagen wir es mal so. Mal gucken, wann sich das entwickelt. Das ist alles so eine Zeitfrage. Welche Kerbe ist da zwischen uns? So dieser Übergang zwischen sehr, sehr technisch und sehr, sehr, sehr Mainstream, meinst du das? Ja, plus eben, ich finde deine Genre immer sehr, sehr mitunter, steril ist jetzt, das hört sich falsch an. Aber im Endeffekt, sie sind sehr neutral, sagen wir es mal so, neutral und einfach gehalten. Und ich will halt gucken, dass ich es ein bisschen moderner, wirrer, geschnittener kriege. Vielleicht auch ein bisschen mit diesen Memes arbeite. Diese Memes, die sind ganz cool, habe ich gelernt. Ja, genau. Die ja fast verboten wurden. Ja, absolut. Ne? Also ich habe da eher die Devise, dass das ein bisschen
ja, steril tatsächlich, auch extra so gehalten ist, auch ein bisschen neutral, um halt diesen Tutorial-Charakter am Meer dann zu präsentieren, ne? Und manchmal sind es auch Meinungen natürlich dann dabei, wo es dann auch ein bisschen persönlicher wird. Das ist aber meistens dann eher am Ende, ne? Aber ja, ja. Es gibt auch ganz viele Videos, das stimmt schon, ne? Es ist bewusst tatsächlich so gehalten, ne? Aber ja, es gibt nicht den richtigen Weg. Es gibt vor allem auch nicht den einen Weg, ne? Ja, aber auch so von der Thematik her, bei mir lohnen sich nicht so wirklich diese Anfänger-Tutorials, weil ich ja eigentlich eher wirklich in der Administration bin, aber dann habe ich auch nicht so eine viel exotischen Ausreißer, sage ich mal, wie Hauke seine Projekte teilweise hat. Deswegen, das könnte vielleicht gut da reinpassen, so in die Kerbe, wurde gemeint. Mal gucken, wie ich da die Zeit finde. Ja, Zeit ist immer so wirklich das Problem, ne? Ja, wenn man Vollzeit arbeiten ist, ist der Rest schwieriges Zeitmanagement. Ja, das stimmt, ja. Stimmt, ja. So ein Tipp, den ich in meinem Vortrag da dann auch gegeben habe, ist einen Upload-Tag festlegen. Muss auch nur alle 2 Wochen sein oder alle 4 Wochen, aber dass man sich da so einen festen Rhythmus dann aneignet. Weil ansonsten ging mir jedenfalls immer, ich habe das dann absolut verpeilt oder verplant. Ich muss mich auch noch finden in meinen Abläufen. Ich schneide immer noch an dem Distrobox-Video von dem Stream von vor 2 Wochen. Das Problem ist, wenn man einen Stream auf 2,5 Stunden hat mit einem Thema, muss man sich das nochmal anhören und angucken und gucken, was man wegschneiden kann, was nicht so relevant ist. Welcher Witz sollte dann vielleicht doch noch drin bleiben? Außerdem muss ich mir dann wieder 2,5 Stunden selber zuhören, wo ich auch noch mal ein bisschen Motivation brauche. So oh, nicht immer. Der schon wieder. Das ja. Kenne ich doch schon alles. Oh. Ja. Mhm. Das erzählt aber auch immer das Gleiche, ne? Kommt dir alles so bekannt vor. Ja. Ja. Aber ich fand die Distrobox zu interessant, um es eben nicht auf YouTube nochmal zu verewigen. Da gibt es so gut wie nichts zu. Finde ich schade. Da hast du recht. Ja. Aber es ist tatsächlich auch sehr. Boah, das ist schon richtig hart tatsächlich, ne? So ein 2,5-Stunden-Stream, wo du die ganze Zeit redest, zusammenzuschneiden, das ist die Hölle. Das ist die absolute Hölle. Ich glaube, das würde ich mir nicht antun. Ich bin ganz ehrlich, ja, das ist so. Zwischendurch also kurz mich, Pausen. Ja. Wobei, die Pausen kriegst du ja gut raus mit den Audio-Thumbnails. Du siehst ja ganz genau, wann du sprichst und wann du nicht sprichst. Ja, aber ja? Ich meine die Pausen, die vom Thema abweichen, weil ich bin ja auch genau. Mit dem Chat am Gang. Das, was wir gerade so ein bisschen ausblenden, übrigens für alle, die sich wundern, dadurch, dass das noch als Podcast irgendwo anders hinkommt und man da den Chat nicht mitlesen kann. Ich sehe euch, ihr werdet zur Kenntnis genommen. Fragen kommen dann, denke ich mal, zum Schluss. Das macht sich, glaube ich, einfacher als jetzt zwischendurch das Thema hart zu unterbrechen, sage ich mal. Nur als Info. Das stimmt. Und sehr cool, dass ihr auch so ein bisschen mitkommentiert. Ne? Podcast da, wo überall, wo es Podcasts gibt. Einerseits YouTube-Channel, Spotify, Apple Music, keine Ahnung, wie das heißt. Der Name ist recht eindeutig. Verdammt, Tuxflash. Den Podcast gibt es schon eine ganze Weile, der hatte nur eine kreative Schaffenspause über die Zeit. Das hast du gut formuliert, ja. Haben wir eigentlich noch was zu den Kindern zu Linux sagen? So an sich, also das Gebäude ist schön. Und die Straßen. Bist du nächstes Jahr wieder dabei? Mal gucken. Also mit dem Auto nochmal hinfahren. Vielleicht mit dem Zug. Mal gucken, wie ich es mache, ob ich es mache. Vielleicht kommt dann doch der ein oder anderen Kollegen nochmal mit. Mich würde mal ein komplettes Wochenende reizen, aber ich auch sehr muss mal gucken, wie es nächstes Jahr ist. Ja. Ja, ich kann das nur empfehlen. Also auch der Abend, das schön ausklingen zu lassen mit ganz vielen Leuten. Wie war denn eigentlich dieser Abend? Also davon kannst du ja nur berichten, fällt mir mal gerade so ein. Vor allem, welche Retro-Spiele? Dass mich das interessieren würde, weil ich selber sammle. Generell, also es gab ja die offizielle Abendveranstaltung, das waren dann alle Mitwirkende und man konnte noch solche Tickets dazu kaufen. Da hattest du ein richtig, richtig gutes Buffet, konntest dich da wirklich sehr satt essen.
Man hatte Musik und konnte sich halt eben sehr, sehr, sehr gut unterhalten, würde ich mal sagen. Das war es aber in der Hinsicht eigentlich auch schon. Ich bin dann irgendwann auch weiter, weil da ich das schon tatsächlich fest so geplant habe, sonst wäre ich da, glaube ich, noch ein bisschen länger geblieben. Und dann zur Bar Lokomov, da ist auch dann dieses Retro-Gaming. Und als Spiele gab es dort einmal Super Mario auf so einem, ich glaube, NES müsste das gewesen sein. Und dann nochmal, boah, war noch ein anderes Spiel. Es war noch ein anderes Spiel, was auch einem relativ bekannt vorkommt. Ich wüsste es gerade nicht mehr. Das müsste ich, glaube ich, nachschauen. Vielleicht steht es ja auf der Seite. Also waren zwei solche Konsolen und das war eigentlich ganz cool, ne? Und diese Bildschirme, das waren auch die guten alten Röhrenmonitore auch noch, so richtig schön geflackert und so richtig viel Lärm gemacht. Genauso wie man das eigentlich gewohnt ist, ne? Von früher. Das war schon cool, ne? Muss ich sagen. Du brauchst es ja Ja. bei den alten Konsolen auch. Die Spiele sind ja extra für Röhren gemacht. Richtig, richtig. Ja. War schon sehr, sehr, sehr cool. Ne? Aber ich sehe leider nicht, welches das andere Spiel war. Vielleicht fällt es mir während des Podcasts noch ein. Ja. Nee, ich würde mal ganz kurz die Frage von vorhin von dem Samuel Klassen greifen. Was nutzt ihr für Handys, iOS oder Android oder ähnliches? Können wir mal kurz nebenbei beantworten. Ich glaube, am schnellsten kann das Hauke beantworten. Handy? Ja. Ich habe so ein Gerät, womit ich telefonieren kann, und ich glaube, da ist sogar Snake drauf. Das ist so ein schwarz-weiß Pixel-Dingsbums-Monitor oder so ein kleines Display. Ich weiß nicht, was da drauf läuft. Das ist ein Motorola-Irgendwas-Gerät. Also Smartphone habe ich gar nicht. Proprietär irgendwas. Bestimmt. Bis zum geht nicht mehr und veraltet bis auf Anschlag. Aber läuft. Aber es läuft, ja. Und Und das wird nicht Schöne updatet dabei sich ist, ich nehme. langsamer. Nee, die gibt es ja auch gar nicht. Und ich nehme auch den Akku raus. Also das Ding hat eine Uptime von einem Tag pro Jahr. Und alle 2, 3 Jahre lade ich den Akku dann mal nach. Also der entlädt sich auch nicht im ausgesteckten Zustand. Also das ist genau das Gerät, was ich brauche. Ja, da hast du ja sogar noch einen alten Lithium. Nee. Was waren das für Akkus, die nicht so von Entladen betroffen sind? Nickel-Cadmium? Nee. Ah ja, ein Nee. bisschen älteres Zeug. Du darfst den Akku nur nicht im Mund nehmen. Das ist dann nicht so gut für den Ja, Organismus. ja. Damit Nickel-Cadmium lädst du könnte. nicht auf. Ja. Da werdet ihr wieder munter. Das ist Ja. eine super Sache, wenn der Vortrag zwar gut ist, ihr aber müde werdet, schnell mal im Akku lutschen, dann seid ihr wieder voller unter Strom. Und dann seht ihr auch viel, viel mehr als zuvor. Ne? Ja, doch. Ja, Auf das ist allen das Schöne. Frequenzen. Ist auch toll. Auf allen Frequenzen. Absolut. Ja. Was nutzt du, Micha? Ich habe ein Android-Smartphone, wo ich so gut wie gar nichts von Google nutze, sondern einfach, wenn es geht, Nextcloud und ähnliches. Aber Android einfach wegen, ja, hat bei mir immer gut funktioniert. Ich mag die Firma mit dem Apfel nicht, weil deren Politik mir ganz komisch ist. Die Geräte sind mir auch leider Gottes zu simpel. Also ich drehe mal durch, wenn ich bei irgendjemandem am iPhone was machen muss oder am iPad oder am Mac. Ich bin nicht dafür gemacht, dass es zu einfach ist. Das stört mich eher. Also ich war mal bei einem Bekannten kurz davor, das MacBook an die Wand zu schmeißen, weil es ist doch einfach nur aufs Touchpad drücken und ich habe mich gewundert, warum es da keinen Rechtsklick gibt. Also das ist, will ich nicht drüber reden. Aber bei mir ist es wirklich nur ein Android-Smartphone mit so gut wie nichts von Google benutzen. Ja, bei mir ist es ein schönes Stock-Android, tatsächlich aktuell noch mit Google. Tatsächlich nutze ich das für YouTube vor allen Dingen. Und also von den Google-Apps meine ich ja. Und ansonsten glaube ich jetzt auch nichts. Ne? Nextcloud ist natürlich drauf und so weiter. Aber ich nutze das Handy ganz ehrlich nur zum Musik hören, wenn ich mal unterwegs bin, zum Fahrkarten kaufen oder vorzeigen oder sowas in die Richtung, zur Kommunikation.
das war's. Ne? Also ich mache da eigentlich auch nicht viel mehr. Ne? Manche spielen dann noch oder haben dann noch da verschiedene Productivity-Apps drauf und so weiter. Das mache ich alles über den Rechner, bin ich ehrlich. Ne? Also da bin ich sehr basic unterwegs. Und Fotos und Videos mache ich auch ganz selten. Ja. Ich mache schon das ein oder andere Foto schon mit dem Handy. Das geht Gott sei Dank. Ich hab irgend so ein Samsung-Mittelklasse-Gerät. Irgendwie was in der Richtung. Ja, Mittelklasse reicht auch, finde ich, ganz ehrlich. Also, dass Leute, also ich habe eine Kommilitonin, die hat für ein iPhone vor 2, 3 Jahren, 3 oder 4 Jahren müssen jetzt schon gewesen sein, hat die über 1000 Euro ausgegeben für so ein Smartphone. Das ist absolut, ich glaube, was iPhone X, glaube ich, also iPhone 10 sozusagen, für mich absolut viel zu viel Geld für so ein Gerät, ne? Weil die macht damit sogar fast weniger als ich sozusagen und dann, ja, ich verstehe es nicht. Ne? Und dann ja, habe ich jetzt mir ein neues Smartphone geholt, letzte Woche, weil mein altes schön so eine Spinnennetz-App bekommen hat. Ich glaube, 310 Euro hat das jetzt gekostet und das reicht locker. Ne? Also war auch ein gutes Angebot, ganz klar. Aber dass man da über 500 Euro ausgibt, ja, weiß ich nicht. Ne? Bei manchen rentiert sich es vielleicht wirklich, aber ich finde das schon sehr, sehr, sehr viel Geld vielleicht, was auch manchen nicht so bewusst ist vielleicht. Ne? Oder man nimmt es in Kauf und sagt so, ja, das gönne ich mir jetzt. Ne? Dann ist das ja natürlich auch okay. Für mich wäre es, glaube ich, nichts. Also ich meine, dann musst du als Student ja echt einen guten Job haben, so einen Nebenjob, dass du dir sowas denn leisten kannst. Oder gute Eltern. Es wird sehr gut zuschusst. Aber ich meine, also das wäre so eine Hausnummer, wo ich mir gedacht hätte, muss das sein? Aber okay. Ja. Muss sowas sein, ist immer die Frage. Man kann immer teurer kaufen. Ja, das stimmt. Genauso mit den Rechten, finde ich. Ja. Ja. Bei Smartphones weiß ich nicht. Also gerade so Mobilgeräte bin ich kein Freund von High-End-Geräten, weil die Dinger sind dann halt doch mal schnell weg oder eben runtergefallen oder gerade so die Leistungsklasse, wo man gut alles mitmachen kann, aber hier nicht. Also zu viel an der Stelle will ich nicht kaufen. Bleibt jedem natürlich selber überlassen. Also wollen da jetzt nichts hier irgendwie für urteilen. Ne? Ja, stimmt. So meine Meinung. Also nur, dass es gut ausreicht im Mobilbereich und dann ist das auch okay, weil dann tut es auch nicht so weh, wenn dann doch mal so eine Geschichte wie eine Spider-Man-App kommt oder das Ding einfach mal weg ist, aus Gründen. Richtig. Oder man mit dem Handy einfach mal direkt baden geht, weil es einfach so warm ist. Gibt's alles. Kann ich Gott sei Dank machen, weil die Mittelklasse Samsung-Geräte hier sind inzwischen wieder wasserdicht. Ich glaube, meines müsste jetzt auch wasserdicht sein. Aber das zwei davor glaube ich nicht. Ja. War auch schon ganz lang her. Ne? Soll jetzt auch keine Werbung für Samsung sein, aber auf sowas achte ich dann zumindest, dass es ein bisschen Wasser abhalten kann, weil dann kann man auch mal im Regen irgendwo telefonieren. Das ist ganz wichtig. Das stimmt, ja klar. Bei dir, Hauke, glaube ich, macht Wasser gar nichts aus bei dem Klotz, oder? Ich wäre mir nicht so sicher. Also es hat ja beim Mikrofon sind so kleine Löcher drin und auch da, wo ich das Ohr ranpresse, hinter dem Lautsprecher, also ich glaube nicht, dass das an den Stellen wasserdicht ist. Ich will es auch nie ausprobieren. Also mit ganz viel Glück geht es einfach aus durch Wasser, dann legst du es einen halben Tag in eine Schale trockenen Reis und danach geht's wieder. Ja. Wirklich, kein Witz, ja. Trockenen Reis. Oder du hast halt einfach keine Anwendungsmöglichkeit mehr für deine ganz tolle Nickel-Cadmium-Batterie. Wäre ja auch sehr, sehr schade. Ich meine Akku, oder? Ja. Müsste ich. Also ich hätte jetzt eher gedacht, das ist schon so ein Lithium-Ionen-Geraffel. Aber ich habe nie drauf geguckt. Ich glaube, Lithium-Ionen, der entlädt sich selber irgendwann. Ja, aber geht das so schnell? Also wenn die quasi komplett entkoppelt sind, also haben die so eine hohe Selbstentladung? Eigentlich ja nicht, ne? Eigentlich nicht. Es kommt drauf an.
Also, ich habe ein Handy, also ich habe ein altes Handy noch mit der Spider-Man-App auch noch, aber auch das Handy davor tatsächlich. Das habe ich mal letztens wieder angemacht. Hat vielleicht 20% verloren, vielleicht über 1,5 Jahre oder 2 Jahre oder sowas, wo ich das letzte Mal mal anhatte. Das geht schon. Also, klar, du hast Verluste, aber es hält sich noch auf einem geringen, ne? Je nachdem natürlich, was du für einen Akku auch hast, ne? Das ist Ja, aber natürlich je auch ganz älter gut. diese Lithium-Ionen-Akkus werden, desto schneller geht das auch, dass sie mehr verlieren. Das kann gut sein, ja. Weil diese Alterung ist da relativ stark. Oder gut ausgeprägt. Da hast du die ältere Generation, die so ein bisschen giftig war, aber dafür hat die halt gut funktioniert. Und jetzt, ich glaube, die Lithium-Polymer-Geschichten haben eine geringere Selbstentladung, sind leichter, können aber auch bei falscher Bedienung explodieren. Siehe, was war das? Galaxy. Samsung. Ja, Samsung Galaxy. Das war doch das Meme, ich weiß gar nicht mehr. Note? Irgendein Note Nutzt war du das. was da aufgegangen ist in Flammen? Ja, Ja. das, was Müsste Note explodieren 7 konnte. gewesen sein. Ja, ich glaube, das war es, ne? Da gab es ja sogar für das eine Spiel so ein Mod. Da konntest du denn irgendwie eine Erweiterung reinladen ins Spiel und dann hast du so ein Samsung-Handy und das konntest du denn als Handgranate verwenden. Fand Samsung gar nicht witzig. Nee. Fand ich auch lustig bei einem richtig kleinen Streamer, der hat das Ding auch mal geroleplayed bei GTA Online mit hier. Ich überfall jetzt die Bank. Ich habe ein Galaxy Note. Ich will all euer Geld. Ich drück auf Play. Das lässt sich gehen. Ich drück auf Play. Da hat er einfach im Spiel eine Granate genommen, die irgendwo hingeworfen hast, ist noch explodiert sehen. Fand Samsung garantiert auch nicht lustig, aber der war relativ klein. Gibt auch ein Bild tatsächlich von einem ÖPNV-Unternehmen in Links in Orlando in den USA, ist sogar auf Wikipedia. Attention, for your safety, please do not use the Samsung Galaxy Note 7 phone in our buses or in our buildings. Ne? Also du durftest nicht mit dem Note 7 Bus fahren dort. Ne? Sehr stark. Okay, Also schlimm, Waffen darfst schlimm. du mitnehmen, aber nicht dieses Telefon. Richtig, Handgranaten sind absolut kein Problem in den USA oder sowas, ne? Aber weiß ich nicht davon? Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Aber hier so ein Also Galaxy in Note Texas 7, das vielleicht. ist zu viel, ne? Also in den USA geht einiges, aber ich glaube, du kannst nicht Handgranaten da öffentlich führen. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht aus, ja. Zumindest nicht in den nördlicheren Staaten. Südstaaten vielleicht. Ja, Da ist das wer alles ein weiß. bisschen lockerer. Das stimmt, hier mit Johnny und der Monatskarte, ne, und so. Kennt ihr den Genau. Witz? Ach, Mm-mm. ist ja schön. Nein. Erzähl ich dir später. Ich glaube, jetzt ist er nicht mehr witzig, wenn man ihn erklärt. Okay, gut. Dann nicht. Ja, muss ja nicht. So, sind wir kurz mal bei Telefon gewesen. Und ich glaube, von den Chemnitzer Linux-Tagen haben wir noch was zu erzählen. Oh, wie gesagt, mein Eindruck war interessant. Ich fand halt nur das Gewusel schade. Also man konnte nicht so wirklich bei den Ständen dann doch noch mal in den tieferen Austausch gehen oder in den intensiveren Gesprächsaustausch. War irgendwie nicht möglich. Das war relativ oberflächlich gehalten. Eben Ja. durch das Gewusel, Soundkulisse. Konnte wenigstens bei Tuxedo noch ein paar Sachen anfragen wegen Dienstnotebook und wie es jetzt ist mit der Versorgung von den, na sag schon, Docking Stations. Also ja. Ja, also und Themen waren eigentlich interessant, muss man so sagen. Das stimmt. Generell kann ich eigentlich auch nur empfehlen, wenn ihr da noch nicht wart, geht da auf jeden Fall nächstes Jahr hin, wenn es in eurer Nähe ist und machbar ist. Alleine nur euren Horizont zu erweitern und so neue Themen anzusehen, mit denen ihr euch vielleicht noch nie beschäftigt habt, das ja, hilft schon sehr tatsächlich. Und ja, ihr lernt da auf jeden Fall einiges und kann ich nur empfehlen. Ich habe es leider dieses Jahr nur halb so wahrgenommen, also am Samstag gar keinen Vortrag angeschaut und am Sonntag dann dafür 2 oder 3 Stück dann. Ne? Aber die waren auch wirklich alle sehr, sehr, sehr gut und allein für die hat sich es gelohnt. Ne? Aber kann euch da nur empfehlen, so viel wie möglich anzuschauen, weil es sind auch echt coole Themen und neue Themen auch teilweise
dabei, die schon, ja, schon sehr, ich sag mal, doch einen weiterbilden können in gewisser Weise. Ja, und vielleicht braucht man es manchmal. Ja, gerade in der Horizonterweiterung. Richtig. Oder man kann am nächsten Linux-Stammtisch angeben. Ne? Das ist natürlich auch auf jeden Fall möglich. Oder das. Genau. Mhm. Nee, also gerade diese breit gefächerten Themen fand ich durchaus interessant. Gerade auch diese Geschichte mit den YubiKeys, was damit eigentlich auch geht, oder diesen Authentifizierungssticks. Jetzt habe ich Schleichwerbung gemacht. Mist. Schon wieder. Ja, ganz schlecht. Ich schicke mir Note 7 nach Hause, ne? Ja, und der Postbote drückt vorher auf Play, oder wie? Nee, aber was damit alles geht, ob nun vom Login-Prozess am Linux-Desktop, wusste ich gar nicht alles, aber ich habe die Dinge ja nicht umsonst und man kann quasi das Repertoire dann noch erweitern. Schade war nur, dass er nicht zeigen konnte, wie man mit diesen YubiKeys auch SSH-Verbindungen oder SSH-Schlüssel quasi drauf transportiert. Das wäre noch interessant gewesen. Das stimmt. Das stimmt. Funktioniert aber sicher auch, ne? Also. Garantiert. Ja. Aber auch Festplattenverschlüsselung, die Lux-Entschlüsselung, kannst du wunderbar mit dem YubiKey zusätzlich noch absichern. Als zusätzlich, also ist ein zusätzlicher Schlüssel noch drauf? Du kannst bei Lux ja, ich glaube, 8 Slots hast du. Entweder oder. Entweder, Entweder oder. Das ist quasi eine weitere Option. Entweder der erkennt den Schlüssel, diesen YubiKey und entschlüsselt, oder wartet 30 Sekunden, findet nichts und will das Passwort von dir. Ja, okay, ja. Aber das fand ich halt interessant Richtung mobile Geräte, gerade so für Außendienstkollegen, wo es verschlüsselt sein muss, wo es vielleicht ein bisschen nervig ist, dann ein relativ langes Passwort einzugeben, kann man wenn man diese YubiKeys oder Authentifizierungsschlüssel im Einsatz hat, das Ganze quasi noch ein bisschen sicher und doch ein bisschen praktikabel machen, wenn man es eben nicht eingeben möchte, will das richtig. Da musst du bloß noch dafür sorgen, dass die Leute das Ding nicht stecken lassen im Rechner. Ja, ne, das ist aber Erziehung. Das geht nicht anders. Also, da muss halt so viel Eigenverantwortung und Bewusstsein da sein. Ansonsten Ja. Nutzt das Beste nichts. Nee, also das fand ich dann durchaus interessant. Also auch wirklich die ganze blanke Divergenz da an Vorträgen. Man kommt gar nicht nach. Ich fand's halt nur schade oder find's noch schade. Ich weiß nicht, vielleicht, Jean, weißt du was, ob doch alle Vorträge irgendwie online kommen? Die meisten tatsächlich. Also bei manchen, manche wurden nicht aufgezeichnet. Das war ganz bewusst gewollt so, wenn die Leute da nicht eingewilligt haben. Aber ich denke, die allermeisten werden noch so online kommen, oder? Ah. War das deine Frage? Ich habe dich vielleicht fast zu früh abgebrochen. Nee, das war schon so. Weil gefühlt sind jetzt erst so knapp ein Drittel online. Und ich habe es ja geschafft, in einem Vortrag in der ersten Reihe mich hinzusetzen, in dem Bereich, wo die Kamera ist. Vielleicht kann man meinen schönen Hinterkopf erkennen. Das ist aber auch schick. Also würde ich auch im Video drin freuen. Ja. Ganz ehrlich. Ich finde, es wertet das Video nochmal auf. Ne? Ja, aber tatsächlich hat bei mir das der Verantwortliche halt in diesem Raum dann vercheckt, dass ich dann nochmal unterschreibe, dass meine Aufzeichnung da landen darf. Ne? Ich habe das zwar schon mal irgendwo online angekreuzt, die wollten es aber nochmal unterschrieben haben. Haben sie jetzt natürlich gerade nicht. Ne? Vielleicht ist das bei mehreren auch so gewesen. Ne? Wer weiß. Ne? Und jetzt kommt er vermutlich nicht online, oder wie? Weiß ich nicht. Ne? Also ich glaube doch, also in den Aufzeichnungen war er, glaube ich, schon verfügbar in Media CCC. Ich weiß nicht, ob es dann noch weitergeht. Ne? Ob es dann auf der Website verfügbar sein wird. Aber schauen wir einfach mal nach. Ja, die werden sich ja nochmal melden, wenn sie was brauchen, oder? Genau. Ja. Aber ich glaube, das ist wirklich auch nur die offizielle Datenbank, glaube ich. Das ist echt noch nicht so viel. Da gibt es noch mehr. Aber das ist, glaube ich, nicht öffentlich zugänglich. Ich glaube, das ist auch gut so. Ne? Also wenn das halt eben noch nicht so drin ist, dann ja, ist es auch ganz gut, dass nur die wirklich verifiziert sozusagen sind, erstmal online sind. Aber da muss noch was im Wasser kommen, ne? Das auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, die letzten Jahre war es doch auch immer so, dass es noch ein bisschen gedauert hat.
Also das ist ja auch ganz normal. Vielleicht gucken die dann das eine oder andere doch nochmal nach, schneiden da noch ein bisschen was dran rum und das dauert halt. So Hinterköpfe von Leuten, die da nichts zu suchen haben zum Beispiel. Ja, die werden dann einzeln rausretuschiert, Frame für Frame. Ausgeblurrt, ja. Nee, den wollen wir nicht sehen. Was ist das für eine Frisur? Das muss weg. Kommt ein schwarzer Balken drüber. So. Ein großer schwarzer Balken drüber, ja. Ist auch stark. Ja, ja. Das wollen wir nicht sehen. Nee. Sowas wollen wir nicht. Ja. Cool. Pio. Ich gucke gerade noch mal auf den Plan da drauf mit den einzelnen Ständen. Und da wäre ja sogar NixOS bei gewesen. Das haben wir uns ja am Dienstag angeguckt. Mhm. Da habe ich nichts von gesehen. Ich tatsächlich auch gar nichts. Also wirklich, ja. 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 Da kommst du an den Stand und nee, den Witz kennen wir schon. Den kennen wir auch schon. Den kennen wir auch schon. Ach, der ist neu. Okay, gut. Schreiben wir gleich mal in die Liste rein. Ich glaube auch, ja. Ja, aber eigentlich ist es ja ein ganz guter, guter Querschnitt, was die da so an Distributionen haben. So, wenn man sich überhaupt noch nicht auskennt, hätte man da einmal so längs laufen können und einmal so, ja, sich einmal so durchhangeln, ne? Was gibt's denn da? Also von vielleicht ein bisschen mehr einsteigerfreundlich zu doch sehr speziell. Also ist eigentlich gar nicht schlecht, das wirklich denn mal so live vor Ort zu sehen, um wirklich da auch einzusteigen und nicht bloß so eine anonyme Webseite quasi zu haben, sondern sich mal mit richtig Menschen zu unterhalten, die auch hinter diesen Projekten stehen. Absolut. Das kann durchaus interessant sein, denn also die Male, die ich so da war, da habe ich mir das zwar auch irgendwie angeguckt, zwar so ein bisschen unter dem Hintergrund, fragst du mal nach, ob vielleicht jemand nach Kiel kommt, um bei den Kieler Open Source und Linux Tagen was zu machen. Aber eigentlich, wenn du ein bisschen länger in dem Spiel mit dabei bist, dann hast du dich ja eigentlich eingeschossen auf eine Distributionsrichtung und dann guckst du dir die anderen ja eigentlich gar nicht mal an. Da denkst du dir, nee, will ich nicht, kenne ich nicht, will ich aber auch nicht, bin eigentlich zufrieden da, wo ich bin. Und insofern ist es, denke ich mal, für Anfänger, die noch komplett offen sind, eine gute Sache, einfach mal verschiedene Möglichkeiten so live vor Ort kennenzulernen. Also ja, geht da mal hin irgendwie nächstes Jahr oder so, wenn. Das geht da wirklich sehr, sehr gut. Ja. Fand ich nur enttäuschend, dass zwar das Debian-Projekt da war, aber keine Aufkleber vom Debian da waren. Ja, die Debian-Leute waren da, aber sehr, sehr rar, würde ich mal sagen. Ne? Also ich glaube, das Plakat dahinter, also jeder hat so ein Ausstellerplakat auch gehabt. Ich glaube, das war das sogar weiß? Ich weiß es nicht. Da war nicht viel drauf oder so. Also die waren leider sehr unterbesetzt, würde ich fast sagen. Ne? Was ein bisschen schade ist. Ne? Vor allen Dingen für Debian. Dafür andere wirklich groß. Also Ubuntu war ziemlich groß dabei. OpenSUSE, React OS, Seduction war mit dabei. Genau. Ne? War schon viel dabei nochmal. Aber manche haben dann auch ein bisschen geschwächelt. Aber ist ja auch voll okay. Ja, wie gesagt, also wirklich interessant war, nach so einer langen Pause, dass man nicht vor Ort die Veranstaltung machen kann, dieses quasi wieder an den Start kriegen, das war interessant. Und ich denke mal, von der Größe her wurde ich nicht enttäuscht, was da war. Vorträge definitiv nicht. Also da sind sie, um es mal so zu vergleichen, den Dux-Tagen von der Divergenz oder von der Diversität vielleicht? Diversität, genau. Nicht Divergenz war jetzt Diversität deutlich weiter voraus. Absolut. Gut, aber die machen ja auch 4 Tracks parallel mitunter. Die haben 6 Tracks parallel. 6 sogar. Ne? Oh, 6 Tracks. 6. Ne? Also, das ist schon ordentlich, ne? Ganz klar. Ja. Ne? Muss man schon sagen. Achso, warum DevOps scheitert, hatte ich mir noch mit angesehen. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Auch ein cooler Titel reißerisch. Wenn ich das gehört habe. Ja. Das ist aber das Interessante, also das wirklich eigentlich Interessante, nämlich das ganze soziale Interagieren untereinander, miteinander und auch mitunter Geschäftsführung Angestellter oder wie das alles zu organisieren ist, weil im Endeffekt kochen wir alle nur mit Wasser und irgendwo sind wir auch fast alle so ungefähr auf einem gleichen Wissens- oder Wissensstand, beziehungsweise Level, kann man sagen, aber halt wie
organisiert man sich, dass man auch die Arbeit vernünftig wegkriegt? Das fand ich viel interessanter, wenn ich ehrlich bin. Und auch so mit den Leuten da, wie macht ihr das, da die das? Ein paar interessante Ansatzpunkte mitgenommen, gerade auch wirklich, wenn Problemfälle sind, die adäquat zu dokumentieren, dass man auch wirklich noch in einem Jahr, wenn der gleiche oder ein ähnlicher Fehler kommt, wieder sofort weiß, was los ist und nicht wieder ewig sucht. Also das sind alles so Sachen, die sind gar nicht mal so schlecht, wenn man sich das mal so anhört und mal drüber redet. Aber man kommt meistens nicht drauf. Und genau ja, dafür sind solche Sachen viel, viel interessanter. Deswegen habe ich auch das Stream angefangen. Es ist viel, viel interessanter, mit Leuten zu interagieren, falls die mal andere Ansichtspunkte haben oder Ansatzpunkte, so rum. Darum geht's. Absolut, ja. Der Austausch, ne? Der ist schon echt, ist eigentlich das Schönste an den Chemnitzer Linux-Tagen. Und ich habe ganz, ganz viele neue oder nette auch Leute kennengelernt, waren alle super nett und nochmal vom Team da nochmal einige kennengelernt. Wir haben ja auch mal ein paar interviewt und so weiter, Hauke. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Und war auch cool, mit denen mal komplett live zu sprechen, wo man sich dann auch wirklich mal kennt. Und hat schon, waren schon sehr, 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 sehr tolle Gespräche, muss ich sagen. Und ich habe die Leute ja auch echt lieb gewonnen dort. Ich habe ja auch dem Levi dort einen Crashkurs in Kubernetes gegeben, obwohl ich selber in Kubernetes nicht so firm war. Aber das große Glück war, ist, dass Levi noch sehr am Anfang stand. Da konnte ich ihm wenigstens irgendwas Weiterführendes erzählen. Das war dann durchaus interessant. Das stimmt. Er hat sich auf jeden Fall danach darüber geäußert, dass er dir da oder dass du ihm da sehr viel geholfen hast anscheinend. Ne? Also Mission erfüllt, würde ich mal sagen. Ja, ich denke mal. Und Levi, das Gesicht kam mir bekannt vor, aber konnte nicht zuordnen. Also das war eh, also letzte Tux-Tage war eh so für mich kognitiver Ausnahmezustand. Also das war ein bisschen viel nebenbei parallel mitunter. Da fallen dann Infos. Respekt. Ja, fallen dann ein paar Sachen einfach hinten unter. Das fand ich dann ein bisschen schade, aber wir gucken mal, was wir dieses Jahr hinzaubern, ne? Ja, wir haben jetzt Verstärkung auch im Technikteam und so, ne? Also ich denke, das wird schon nochmal cooler, auf jeden Fall. Und wenn alles so klappt, wie ich mir das organisatorisch vorstelle, dann ist sogar die Podcast-Triade des Bösen, oder wie nennen wir uns jetzt drei eigentlich? Die Achse des Bösen? Triade des Die Achse, das hatten wir schon mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt so. Die Achse, das hatten wir auch schon. Okay. Die Tux-Triade. Ja. Keine Ahnung. Da sind wir dabei. Ja, müssen wir noch mal ein bisschen überlegen, ne? Ja. Wenn alles so weit klappt, dass ich noch einen Vortrag für Kiel oder pünktlich zu den Kilux zusammenkriege, dann werde ich mich auch dieses Jahr bemühen, nach Kiel zu kommen. Persönlich. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich würde mich freuen. Hier ist immer eine Reise, nein, eigentlich nicht. Eine Reihe auch, aber auch eine Reise, ne? Ja, auch eine, ja, ein Reis, nein, irgendwie, ja, genau. Ja, nee, können wir gucken, ob das alles klappt. Wäre natürlich schön, dann sehen wir uns auch dann mal in echt. Das haben wir auch noch nicht hingekriegt bis jetzt. Alle drei in echt, ne? Das ist schon krass. Ja, deswegen. Das stimmt. Allein deswegen ist das eigentlich schon gebucht, ne? Ja. Genau. Ja, schon. 14. bis 16. September lese ich gerade ab. Ich habe das auch noch nicht im Kopf. Aber es steht an meinem Zettelchen da hinten. 14. bis 16. Ich glaube, das hat man schon mal durchgesprochen. Also meine andere Veranstaltung, wo ich sonst immer mithelfe mit dem Rennen, das war, glaube ich, das Wochenende davor. Ja. Genau, das ist das. Ja, also wenn du das hinkriegst, wäre es natürlich eine tolle Sache und ansonsten schalten wir dich wieder dazu. Wie letztes Jahr haben wir das ja gemacht, haben Jean und ich ja da im Kids in unserem Veranstaltungszentrum quasi gesessen und dich hatten wir dann ja live mit dazu geschaltet zu unserer Fragestunde hier, zur Kaffeezeit, Kaffeekuchen-Pinguin. Ne? Irgendwie so. Was? Ja. Und du warst, Micha, du warst der Einzige, der wirklich Kaffee und Kuchen hatte. Ja, ich kann nichts dafür, dass ihr euch so schlecht organisiert habt. Ja, ja. Stress bis zum geht nicht mehr. Ja. Wir waren ja quasi genau dann fertig, als es auch wirklich fertig sein musste. Und dann lief das auch. Tja, ja.
Das können wir denn ja theoretisch dieses Jahr in Vollecht machen, dann aber auch wirklich mit Kuchen. Boah, mit Kuchen? Mhm. Mega, ich freue mich. Ja. Müssen wir uns bloß noch auf eine Sorte einigen oder drei verschiedene nehmen? Mhm. Ja, sollte man hinkriegen. Also ich bin da nicht wählerisch. Das ist gut. Das ist die beste Sorte überhaupt. Irgendwas. Ah, man kann mich mit allen beeindrucken außer Sandkuchen. Das ist dann nicht so cool. Gut, das kriegen wir wohin. Nee. Gut, also thementechnisch Chemnitz wäre ich jetzt inzwischen auch am Ende. Ja, also ja. Ja. Also war es denn wirklich die ganze Zeit voll oder war das mehr so eine, hat die quasi so Stoßzeiten, also während der Vorträge leer und wenn gewechselt wird, dann irgendwie voll oder war es wirklich immer voll? Ich würde sagen, es war eigentlich immer so, oder? Also es hat jetzt, also morgens war wenig los am Samstagmorgen, aber ansonsten die ganze Zeit über gab es jetzt keine großen Differenzen, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Vielleicht Sonntag ein bisschen weniger los, vielleicht gefühlt, würde ich aber nicht unterstreichen unbedingt. Also. Du hast schon mitbekommen, wann ein Vortrag geendet hat, weil du dann einfach mal so diesen Kasse 3 macht Aufsturm gerade mitgekriegt hast. Da sind dann doch ein paar an dir vorbeigehuscht, aber ansonsten war es immer gut. Es war eine richtig solide Grundfülle drin in dem gesamten Gebäude oder in dem gesamten Komplex. Also, aber eben nicht so extrem voll, dass man wirklich dicht an dicht stand, sondern ich würde sagen, also ich kann es jetzt nicht vergleichen, aber ich würde sagen, es war gut besucht. Also immer. Ja, also, würde ich es unterstreichen. Wo will ich jetzt eigentlich gerade hin? Ich weiß es nicht. Ein Glück sitze ich noch mit dem Gesicht nach vorne hier vor meinem PC. Ansonsten müsst ihr mich festhalten. aber ich glaube, man weiß, wo ich hin will. Also es war gut besucht, immer konsequent, muss man sagen. Wir waren ja eh relativ spät. Also früh ist relativ, je nachdem, wie man es sieht. Ich glaube, wir sind erst so gegen 10 dort aufgeschlagen. Du warst einen Ticken später als wir da. Ich war ein bisschen später, ich glaube, ja, eine Stunde später oder sowas. Hm. Also wie es richtig früh war, weiß ich gar nicht. Aber sehr wenig, was ich gehört habe. Also ne? ab Vormittag, denke ich mal, war gut besucht. Und das blieb tatsächlich auch, würde ich sagen. Ne? Ja. Also das war dann konstant und konsequent besucht, sagen wir es mal. War ganz gut. Absolut. Mhm. Das ist ja eigentlich auch so das, was du einerseits als Veranstalter haben willst oder auch wenn du am Stand stehst. Ne? Also wenn du wirklich so merkst, jetzt ist mal wieder nichts, dann kommen sie alle auf dich zu und dann hast du eigentlich überhaupt keine Zeit dafür, weil wirklich alle denn da sind. Das ist irgendwie total doof und in diesen Zeiten, wo denn nichts ist, da ist ja doch schon so spät und lange Autofahrt, also von daher ist es gut, wenn da eigentlich ständig was ist, ne? Also das ist eigentlich eine sehr gute Situation, dass du da gar nicht so die Chance hast, irgendwie müde zu werden oder so einen Durchhänger zu haben. Also bei einigen Sachen war das leider so, also der Linux-Tag am Ende, da war das leider wirklich so. Also kurz bevor er denn eingestellt worden, die letzten 2 Jahre, also es war irgendwie schade drumherum, dass so eine Traditionsveranstaltung denn quasi so aufgehört hat. Aber naja, da hatten wir auch einen Stand und ja, also da waren wirklich viele Phasen, wo quasi nichts war, also wirklich gar nichts. Das ist wirklich doof. Und ja, wenn das dann Chemnitz immer noch so ist, dass da die ganze Zeit was ist, das ist wirklich super, ja. Mhm, absolut. Bin nur nicht zu Stefan Unverrecht gekommen. Da wusste ich noch, dass ich ihn betreut habe während den Tux-Tagen, aber hat sich dann nicht ergeben. Beim nächsten Mal. In Kiel ist er wahrscheinlich auch wieder dabei, ne? Genau. Ob er sich an mich erinnert hätte, ist die Frage. Och, ich glaube schon, ja. Das ist hingekriegt, ja. Nee. Wir fanden es nur interessant dann, ich glaube, Rückzug hat mal kurz das Thema, gerade bei so einer Hybridveranstaltung, wie es ja jetzt quasi in Chemnitz war, ist das jetzt gut oder schlecht? Torpediert man sich damit selber? Weil dadurch, dass es nicht mehr ausschließlich oder exklusiv vor Ort ist, live vor Ort, sondern quasi auch übers Internet zumindest die Themen besuchbar sind,
vielleicht bleiben da dann doch einige Leute eher zu Hause, weil sie ja doch einen relativ langen Fahrweg haben, den sie sich dadurch sparen konnten, weil es halt bequemer ist. Das ist ein sehr, sehr guter Gedanke und den habe ich tatsächlich auch mal diskutiert dort vor Ort. Und wir sind zur Erkenntnis gekommen, dass das tatsächlich halt genau dieses zweischneidige Schwert ist. Ne? Also dass ein bisschen die Veranstaltung sich dann dadurch selber ins eigene Fleisch schneiden, weil dann eventuell weniger kommen, weil sie sagen, ja gut, kann ich mir so vielleicht auch live anschauen, die 2, 3 Vorträge und ansonsten nachkommen. Ne? Die Fahrt spare ich mir jetzt sozusagen. Und ich denke, im Endeffekt erreichen die Chemnitzer Linux-Tage eventuell so mehr Leute, weil dann vielleicht noch ein paar mit zuschauen, die dann eventuell gar nicht da gewesen wären. Aber für die Stände, für das Drumherum, das ist eigentlich der Killer, muss man sagen. Und das ist sehr schade. Da bin ich sehr gespannt, wie das in den nächsten Jahren so weitergeht. Aber ich gehe davon aus, dass es auch nicht mehr wegzudenken ist in dem Bereich. Also wäre vielleicht nochmal interessant, ob die in nächster Zeit noch so was Offizielles rausgeben, wo sie denn nochmal so einen kleinen Artikel schreiben mit, so waren die Chemnitzer Linux-Tage 2023, wo dann vielleicht auch drin steht, naja, vielleicht hatten wir jetzt weniger Besucher, aber dafür haben wir jetzt doppelt so viel Online-Zuschauer gehabt, dass sich das insofern vielleicht doch irgendwie lohnt. Und bei solchen Veranstaltungen, also egal, ob das jetzt die Tux-Tage sind, die Kilo Open Source und Linux-Tage oder in Chemnitz ist es ja auch irgendwie so, solange die Rechnungen bezahlt sind und man mit quasi mit plus minus null da rausgeht, ist doch eigentlich alles in Ordnung. Wenn es aber jetzt so wie, sind, ne? Ja, genau, natürlich, es müssen alle irgendwie zufrieden sein und ja, normalerweise ist das jedenfalls bei uns so kein großartiges Problem. Und wenn du jetzt ich meine, die müssen diese Räumlichkeiten auch mieten. Also das kriegen sie jetzt nicht gratis von der Uni. Und solange das alles irgendwie funktioniert und nicht alle bloß online quasi gratis zugucken und dann nicht mehr den Eintritt bezahlen und dass das deswegen nicht mehr finanzierbar wäre, würde ich sagen, ist das auch gar nicht so dramatisch. Also aus Sicht von jetzt so einem Veranstalter. Ne? Aber dieses Drum und Dran vor Ort ist natürlich besonders, also halte ich für sehr wichtig und das lässt sich so auch nicht kopieren. Also ja, wäre vielleicht nochmal interessant, von denen mal einen zu finden, der vielleicht auch mal in so einem Stream was dazu sagt. Also so direkt aus dem Maschinenraum von da, die Interna, wie die das halt gesehen haben, die Sichtweise kann ja nochmal wieder eine komplett andere sein. Ja. Stimmt, das wäre mal interessant. Aber ich finde es halt auch wichtig, dass wenn man eine Hybridveranstaltung hat mit vor Ort Ausstellern, dass es auch für die eben lohnt. Also dass da auch Leute kommen, wo, wie du schon sagtest, nicht, dass denen langweilig wird, die dann sich so Gedanken machen über die Heimfahrt und dann halt du mal kurz die Stellung, ich lege mich mal hier kurz hinter den Tisch. Ja. Oder so eine Schichten will man ja auch nicht. Also gerade die es nicht quasi virtuell präsentieren können, da kommen mir jetzt so spontan die Leute von Tuxedo wieder in den Kopf, weil die haben halt auch ihre Geräte zeigen können, was wichtig ist, weil das machen sie ja mitunter auch aus, wenn man mal jetzt Tuxedo OS abzieht. Also das könnte man ja zeigen. Das hatte ich eigentlich noch vorzuzeigen, aber solange wie wir gerade reden, das lohnt sich heute nicht mehr, aber es ist auch nicht weiter wild. War auszuprobieren, ich wollte es ausprobieren. Aber machen wir dann irgendwann andermal. Nächstes Mal. True. Nee, aber genau für solche Aussteller, also das muss sich eigentlich für die rentieren, die müssen gerne kommen, sagen wir es mal so. Die dürfen nicht denken, das ist für die eine Zwangspflichtveranstaltung, weil das irgendjemand vorgibt, sondern die müssen auch selber sagen, jupp, da sind so viele Leute, da wird uns nicht langweilig, da kriegen wir so und so viele Sachen geknüpft und vermacht und getan. Da muss dann auch die Begeisterung hinterher sein. Das fände ich wichtig für einen Aussteller. So würde ich mich als Aussteller auch fühlen, so wie du gesagt hast, wenn's langweilig ist, brauchst du da nicht mehr hin. Das und das steht und fällt halt mit den Leuten. Bei so einer hybriden Geschichte, sägt man am eigenen Ast, weiß man immer nicht. Ja. Ja.
Das wäre wirklich nochmal eine interessante Runde, wenn man da nochmal jemanden findet. Müssten wir eigentlich mal gucken. Da nochmal irgendwie, weiß ich nicht, welchen von denjenigen, die wir schon mal da hatten, war denn noch da? Von denen aus dem Team, meinst du, oder? Ja, genau. Also von denen, die Chemnitzer Linux-Tage machen. Hattest du dich da mit einem unterhalten noch? Eigentlich alle. Also den Tobias Gall, den habe ich gesehen, den Ronny, den Philipp habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, den haben wir auch nicht interviewt. Wen haben wir sonst noch interviewt? Mir fallen nur die beiden Leute gerade ein. Ja, also Tobias Gall. Das müssen die beiden gewesen sein, ne? Genau, Tobias Gall und den Ronny. Ja, nee. Genau. Den habe ich mich auch Tobias nur ganz, ganz kurz unterhalten mit Ronny, aber ja. Doch ein bisschen länger. Nee, richtig, richtig cool, auch beide mal live gesehen zu haben. Und mit dem Social Media, ich sag mal, Agenten eventuell von den Chemnitzer Linux-Tagen. Auch sehr, sehr, also auch unterhalten, sehr, sehr cool. Ne? Also schreiben uns da schon jahrelang eigentlich immer hin und her über Twitter sozusagen und retweeten uns da teilweise. Und dann, das ist schon cool, den mal auch wirklich live kennenzulernen. Das war auch eine ganz, ganz schöne Begegnung, muss ich sagen. Ja. Sorry, das war ich. Ach so, ja. Ne, okay. Macht nichts. Die Standuhr. Nee, also wenn du da wirklich nochmal jemand reingehst, also ist wirklich garantiert mal interessant zu hören, wie die das gesehen haben. Weil so als Besucher würde ich es... War gut. Also man kann sich nicht beschweren. Also ich kann mich nicht beschweren über die Chemnitzer Linux-Tage in diesem Jahr. War sehr, sehr schön. Nächstes Jahr bin ich denke, wieder dabei. Doch. Ja. Wobei ich sagen muss, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, so direkt, wo wir da waren, waren wir dann doch so ein bisschen enttäuscht, kann man es nicht nennen. Was ist denn so die Vorstufe von enttäuscht? Gegrounded in gewisser Weise. Die Vorstufe von enttäuscht. Okay, ja. Ja. Wieso? Gefasst. Ernüchtert? Ernüchtert, genau. Es war so erst ein bisschen ernüchternd, das Ganze, weil, wie gesagt, war auch tagesformabhängig von uns dreien. Erstens haben wir es nicht so wirklich pünktlich zu der Geschichte mit Boxmox geschafft. Das hat uns alle drei interessiert. Da sind wir schon am ersten Punkt gewesen, wo die Stimmung so leicht nach unten geht. Dann war der Vortrag von der Dame zur Troubleshooting auf Linux ganz interessant, war aber jetzt auch nicht neu für uns. Nur so zwei, drei Tools waren interessant und so ein bisschen der Ablauf, der Umgang. Das hat uns dann, war dann durchaus ein bisschen sehr ernüchternd. Dann, ja, wie gesagt, für mich war es ein bisschen doof, wegen man konnte sich an den Ständen nicht so richtig unterhalten. Kollege meint, du bist ja nur dreimal so durch, an der, weil ich erstmal gucken will, wer ist da, wo lohnt es sich anzuhalten, wo liegen Aufkleber? Wo liegen? Okay, gut. Ja. Also, wo gibt es Kugelschreiber? Ja, zum Beispiel. Ja. Wo lohnt es sich auch mal ein bisschen zu reden, sag ich mal. Das fand dann Patrick nicht so schön, der dachte sich so, ach, der hätte auch mal Zeit zum Rüberschneiden, hätte er ja machen können. Also ich hast ja mitgekriegt, ich war dann auch mal kurz weg eine Weile. Das war dann halt so meine. Aber ich fand es halt auch interessant, mich da mit Leuten zu unterhalten. Also für das erste Mal war man dann auch ein bisschen überfordert, dann schon so ein bisschen ernüchtert. Also das war ein wilder Mix. Und so im Nachhinein, wo ich dann zu Hause war, das sagen lassen habe, muss ich auch für mich sagen, war völlig in Ordnung. Für so eine Veranstaltung, obwohl ich noch nicht da war. Beim nächsten Mal gucken, wie man das besser für einen persönlich optimieren kann, ob man dann doch länger ist oder naja, werden wir sehen nächstes Jahr. Sind noch ein paar andere Baustellen bis dahin. Stimmt. Micha, war das denn deine erste Linux-Veranstaltung, wo du vor Ort warst? Ja. Im Allgemeinen ja. Ja, okay, also von daher keine Vergleiche zu irgendwas anderem, was es noch gibt oder gegeben hat. Ne? Also,
Ja, zumindest nicht also im Linux-Umfeld. Ansonsten war man halt mal so auf Gamer-Messen, sag ich mal, so wie es halt ist. Da war es ja eh noch ein bisschen wilder, aber ja, Open Source Geschichte. Also ich hab's gut gefunden, mich da ein bisschen mit der Sales Managerin von Tuxedo zu unterhalten und dem einen vom Ubuntu-Team. War alles sehr, sehr interessant. War ein bisschen gerafft, weil so ein bisschen auch das Damoklesschwert so hinter ihm gependelt ist mit, wir müssen noch nach Hause fahren. Haben wir auch noch nichts gegessen. Wie organisieren wir das jetzt? Und in einer halben Stunde geht da der Vortrag weiter, in dem wir dann nicht reingekommen sind, weil er voll war. Das war dann das nächste Ding, was das Ganze so ein bisschen negativ notiert hat. Nee, versuch das nächste Mal länger da zu bleiben. Also Hotels sind auch relativ günstig in Chemnitz. Und ja, diese Abendveranstaltung, allein dieses Flair so mit verschiedenen Leuten, einfach nochmal entspannt, nochmal einen Absacker zu trinken, das hat schon nochmal einiges, muss ich sagen. Also kann ich empfehlen. Wird aber gefährlich dann, wenn die wieder Retro-Spiele machen. Dann brauche ich einen persönlichen Aufpasser. Also wenn sie da... Okay. Ich brauche noch ein paar Ersatzteile für meine Sammlung. Das ist das Problem. Ach so. Ja gut, ja stark. Ja. Nee, war cool. Ja. Ja, nee, dann... Ich habe vorhin schon gesagt, wir waren am Ende und haben dann doch noch ein Thema gefunden. Ja. Genau. Jetzt kannst du doch noch da was vorführen und dann, oder nicht? Nee, das wird im Gänze dann zu spät. Echt? Ja, okay. Nee, morgen ist auch arbeitstechnisch großer Besprechungstag, da muss man halbwegs fit sein. Ja. Vielleicht nicht. Brauchst du da die Spezialbrille? Ja, genau. Gleicher oder Gedanke. Es das, ist so schlimm. Das ist total interessant. Ich meditiere nur, um das besser aufnehmen zu können. Ja, genau. Ja. Ich schärfe meine Sinne. Ich hab sonst für alles irgendwie irgendein Tillef und einen Quatsch, aber für sowas habe ich noch nichts. Es ist einfach hier ein Stück Papier nehmen, was draufdrucken, doppelseitiges Klebeband auf die Stirn. Ja. Irgendwie so. Muss ich noch gucken. Aber für alle, die neu sind, normalerweise mache ich Donnerstag immer was mit Technik. Oder mit dem Terminal, mit Software. Dafür habe ich nämlich zum Beispiel... Wenn du ja vorhin gefragt hast, warum das Technik-Voodoo heißt. Ja, stimmt. Genau. Ich habe da so einen schönen Voodoo-Doktor-Hut. Das sehen jetzt die Leute auf Spotify natürlich nicht. Sehr, sehr cool. Das sieht schon stark aus. Den habe ich auch ganz lange nicht mehr getragen, seitdem ich die neue Frisur habe. Der kippelt ja wie doof. Doppelseitiges Klebeband. Ja, oder doch wieder Haare wachsen lassen. Oder so. Aber tatsächlich, der Hut, der könnte auch eventuell in der zweiten Tätigkeit sein. So, wenn irgendwie verschiedene, wenn man noch verschiedene Mitarbeitende sozusagen dann hat und dann dort nochmal das Geld einsammeln möchte oder so, ne? Aber mega geiler Hut. Oder wer hat diese Woche nicht nach Zeitplan gearbeitet? Da wird die Puppe raus. Au, au, au. Jetzt aber ein bisschen schneller Leute arbeiten. Anstacheln. Ja, genau. Ne? Ticket, Ticket, Ticket bearbeiten. Schneller. Ja, nach dem Motto. Vielleicht funktioniert das. Ja, vielleicht. Als Teamleiter braucht man immer einen seriösen Hut. Ja. Nee, also wir wollen es jetzt öfter machen, die ganze Geschichte hier. Und beim nächsten Mal, wie wollen wir es eigentlich jetzt fortführen, ist die Frage, die wir kurz mal stellen können. Immer bei jemand anders live oder war das nur heute live, weil ich sonst nicht anders konnte? Ich würd von mir aus sagen, wir können das gerne genauso in der Konstellation lassen. Ne? Alle zwei Wochen, wenn dir das natürlich nicht alles umhaut. Aber da können wir nochmal so privat drüber sprechen, denke ich. Ja, ist halt die Frage, wie wir es machen. Ob wir es dann wieder live machen oder ob wir es nur aufnehmen oder ob wir wechseln zwischen Linux Guides, mir. Gibt es eine Live-Funktion auf nicht der Weisheit letzter Schluss? Ist da schon was geplant? Oder? Also habe ich so jetzt noch nicht geplant, aber prinzipiell könnte man ja wieder mit so einem Stream-Splitter das machen, dass man es dann auf mir auch gleich parallel macht. Oder also ich habe ja YouTube und PeerTube.
PeerTube geht vielleicht jetzt auch. Da hatten wir schon zweimal in größeren Abstand sowas probiert. Das hat da irgendwie nicht richtig geklappt. Aber vielleicht klappt das jetzt. Ne? Also kann man ja auch mitmachen. Und bei Linux Guides gibt es ja auch den, na, wie heißt das noch? Die ist, was direkt in der Seite eingebunden ist. Das Owncast, ne? Also kann man auch genau, auf der Webseite selber dann anschauen, ohne irgendwie Technologie von Fernwest sozusagen, beziehungsweise Server. Ja, also könnte man sogar parallel machen, aber das würde ich sagen, überlegen wir uns irgendwie nochmal in Ruhe hinterher oder so und genau, aber in 14 Tagen vielleicht, wenn das nächste, warum nicht? Klingt doch eigentlich nach einem guten Plan. So eine Osterfolge, oder? Ist dann schon Ostern? Nein, nicht ganz. Knapp. Ne? Ich glaube, 2 Wochen dann noch bis dahin. Ungefähr. Hasenohren bestellen zum Anklemmen. Hm. Ist da schon was hinten in deinem Regal drin, was passend ist? Nee, Gott sei Dank nicht. Okay. Also irgendwann hört es dann auch auf. Bei Hasenohren habe ich eine klare Linie. Ja, dann nicht. Verständlich. Dann nicht. Machen wir nur am 1. April. Ja. Hm. Obwohl, da machen wir was anderes. Hatten wir gestern für Was hatte ich dir gesagt, sollst du dir merken für den 1. April? Ich hab's schon wieder vergessen. Mist. Wir hatten noch gestern ganz kurz. Oha. Ey, komm ich nicht mehr drauf. Hast du dir auch nicht aufgeschrieben? Mist. Wer musste denn das Protokoll führen? Hm? Ich glaube, das war der mit Verbindungsproblemen. Der war dran. Ja, dann nicht. Nee, gut. Also dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir das jetzt regelmäßig machen. Das ist halt dann die Sache, wollen wir es dann mal versuchen, dass wir auf allen Kanälen irgendwie parallel das Ganze laufen lassen? Weil ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist ja noch jemand live da, der sagen kann, wie sie es so finden, wenn wir es jetzt parallel quasi streamen, zusätzlich dann noch als Podcast veröffentlichen. Ist das interessant? Und was wäre denn besser? Eine zentrale Anlaufstelle oder immer durchgewechselt? Falls noch jemand da ist, könnt ihr ja mal eure Präferenzen so kurz hier in den Chat reinhauen. Würdet ihr Twitch verlassen, um woanders sowas zu gucken und wer zu hören? Das ist die Frage der Fragen. Ja. Mhm. Uwe, mein Twitch live, ja. Ja, Streamsplitter vielleicht. Na, aber da schauen wir vielleicht mal. Mhm. Ne? Dann privat noch. Genau. Ja. Elf auf Twitch. Ach, der Niklas. Hallo, Niklas. Also mehr Möglichkeiten sind da ja normalerweise auch nicht schlecht. Man kann sich den Stream ja immer bloß, oder naja, man kann jetzt ja x-fach parallel das sich angucken und dann sehen, wo kommt das Signal als erstes an. Da ist Twitch ja normalerweise relativ zügig und YouTube braucht ein bisschen länger. Aber irgendwie hat es alles ja so seine, also jeder hat irgendwie so seine Vorlieben, denke ich mal. Also die Leute, die wirklich bei Twitch sehr viel unterwegs sind, die werden bei YouTube ja wohl eher selten was live gucken. Also üblicherweise. Gibt natürlich auch wieder Ausnahmen, aber ja, die einen lieber das eine, die anderen lieber das andere. Denn ansonsten die Streams, die wir ja am Dienstag machen bei YouTube, Twitch, Linux Guides, die da verteilt sich das eher so, dass YouTube der Stärkste ist. Twitch meistens das zweitstärkste und über die Linux Guides Seite denn das dritte, ne? Oder? Stimmt das so, ne? Absolut. Okay. Absolut. Ja. Na, Twitch mal nicht lange nachschauen. Ne, ist richtig, aber deswegen soll es ja quasi auch nochmal nur als Audio-only als Podcast veröffentlicht werden. Ach so, da immer die Möglichkeit zum Nachhören. Zu dem Podcast, wie veröffentlichst du den? Musst du den auf jeder Plattform einzeln veröffentlichen? Um Gottes Willen, da gibt es Gott sei Dank Tools. Ja. Ich muss es nur auf 2 Plattformen veröffentlichen, händisch YouTube und auf einer, die dann quasi alle anderen bedient. Mhm. Okay.
Müsste ich mich mal wieder einloggen und gucken, wie das ging. Wie gesagt, kreative Schaffenspause macht vergesslich. Und wie heißt sowas, was das auf viele verteilt? Ja. Ah, okay, ich verstehe. Ich habe gehofft, dass du diese Frage nicht stellst. Ich weiß nicht. Okay, schneiden wir raus. Weiß nicht was. Potlove, Potigé, irgendwas mit Pot wie Podcast. Potlove, sagt man auf jeden Fall was. Mal schauen. Okay. Ja, cool. Also, so wie es aussieht, finden sie es interessanter, wenn es live ist. Da müssen wir mal gucken. Dass man dann so ein Frageformat wäre Quatsch. Also dann, man kann ja mal vieles machen, ne? Ja, aber ich würde jetzt sagen, dann wäre eine Doppelung zwischen eurer Fragestunde, die ihr einmal im Monat macht, plus eben dann das selber. Aber Anregungen können ja immer mal rein. So ist es nicht. Ich ignoriere sowas dann sowieso nicht. Also ich habe ja eh so einen Streamer-Schielblick entwickelt. Also egal, was ich mache, ich habe immer den Chat im Auge. Das tut auch bei gewissen Monitorstellungen relativ weh. Aber geht. Das wäre ja auch nochmal ein Thema. Wie stelle ich meine Monitore so, dass ich nicht ganz so doll schielen muss und habe dennoch alles im Blick? Und man trickst richtig und man hat den Chat einfach auf beiden Monitoren. Okay. Oh, du lässt den extra in die Brille so einblenden. Gibt es da nicht auch schon irgendwas? Das wäre dann die nächste technische Stufe. Nee, gibt es, glaube ich, so noch nicht. Kann sich aber irgendwie basteln, so einen eigenen, wie heißt denn das? Wie hieß denn das? Der Teleprompter. Teleprompter, nur dass man nicht abliest, sondern einfach den Chat dort hat. So vor die Kamera, wo man reingucken muss. Das wäre immer richtig schwierig. Tja, ja. Oder übereinander statt nebeneinander. Aber da musst du mal hoch und runter gucken. Und je nachdem hast du Doppelkinn oder einen sehr schlecht oder mehr oder weniger gut rasierten Hals. Ne? Also je nachdem. Ja. Der Uwe, der hat auch 3 Monitore. Also der hat eh die Möglichkeit, das gut auszulagern. Naja, wir werden sehen. War schön, denke ich mal, für uns alle, dass wir mal wieder da waren. Oh, nächste Konstellation wieder so wie immer. Und dann öfter. Mega cool. Ich freue mich. Dass wir es dann hinkriegen. Super. Ja. Der Jean war heute ein bisschen ruhig, aber du warst noch stimmlich ein bisschen angeschlagen, war? Du bist mit Mitbringsel von Chemnitz zurückgekommen. Richtig. Ja, Chemnitz gibt es ganz viele Sachen, auch schöne Bazillen und ich habe mir einfach gedacht, hey komm, nimmst was mit, dann gehst auch nicht mit leeren Händen nach Hause. Ist super schön. Ja. Aber gut, Micha nimmt sich Aufkleber mit und der Jean sich eine richtig schöne Bronchitis nehmen. Genau. Also war schon Grippaleffekt. Schon gut Spaß gehabt, auf jeden Fall. Ne? Oh, nö, gut, danke. Dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Ich traue mich jetzt gar nicht, mein Stream Deck hier zu benutzen, auf meine Endszene zu wechseln, weil vorhin war dann der Jean mit einem am Vollbild. Ich habe nichts dagegen, ne? Nein, Spaß, ja. Ja, ich versuche einfach mal mein Glück. Ha, geht. Ich habe nämlich auch eine Endszene normalerweise im Stream. Sehr cool. Hört man uns noch? Weil eventuell hört man uns nämlich nicht mehr. Das ist die Frage. Doch. Dann. Man hört uns. Okay, das funktioniert. Ja. Wunderbar, dann vielen Dank dir, ne? Ja, danke auch. Für das gesamte Organisieren und so und ich freue mich auf die nächste Folge. Ja, dann macht's gut. Danke für euch, danke für die neuen Zuschauer. Wenn das noch nicht gemacht hat, gerne ein Follow dalassen, dann kriegt ihr auch von mir ein bisschen mehr mit und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, hören uns wieder. Bleibt gesund, macht's gut, auf Wiedersehen.